Ja, alles. Ja, ich heiße Sie herzlich willkommen heute Abend hier im Literaturhaus und zu Hause an den Bildschirmen in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, München, in der Schweiz, wie in Österreich, von wo auch immer Sie zuschauen, ungefähr an die 10 Partner, Partnerinnen, Institutionen streamen heute mit hier aus Stuttgart. Meist dauert es nicht mal eine Minute, bis ich in meinen Anmoderationen das erste Mal sage, das und wie ich mich freue. Freue über die Gäste, den Abend, die Bücher, das Thema. Und auch heute freue ich mich unglaublich, dass wir in dieser knappen Zeit so gute, kluge und kompetente Gäste für Sie zusammenbringen können. Aber die Freude ist natürlich nicht zu trennen vom Anlass. Und das ist ein Anlass des Entsetzens über diesen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ich will keine Zeit vergeuden, damit dieses Entsetzen wortreich zu schildern. Geht es heute doch in erster Linie nicht um unsere Befindlichkeiten, sondern um die Menschen in der Ukraine. Und in der Tat, da kommen wir wieder ins Spiel, um unser Verhältnis zu diesem Land, seiner Geschichte, seiner Kultur, seiner Literatur und seinen sicht- wie hörbaren Rufen 2004, 2014 und heute. Einer der bekanntesten ukrainischen Autoren und Dichter, Serhii Zhadan, 47 Jahre alt, postet im Moment fast täglich auf Instagram aus Kharkiv, einer Stadt im Osten der Ukraine, unter Beschuss, in der er seit langem lebt und die er keinesfalls zu verlassen gedenkt. Karl Schlögel spricht hier von Urbizid, der gewaltsamen Auslöschung von Städten. Über die Posts kann ich mich immerhin seines Lebens versichern. Eine nahe Bekannte aus Stuttgart hat vor ein paar Tagen zwei Ukrainerinnen bei sich zu Hause in der Wohnung aufgenommen. Eine Mutter und ein 12-jähriges Mädchen, das so alt ist wie meine Tochter und das sich jeden Abend in den Schlaf weint. Ihr Vater und ihr Bruder sind in Kiew. Beispiele wie diese lassen sich endlos fortsetzen. Wir können als Literaturhaus diesen Krieg nicht stoppen, aber was wir können, ist zu informieren, einzuordnen und Stimmen hörbar zu machen. Es ist der Versuch, eine Lähmung abzuschütteln, angetrieben von genau diesem Dreiklang aus Verben, einordnen, schreiben, handeln. Zu Gast sind heute der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel, der seit Jahrzehnten über Mittel- und Osteuropa schreibt und digital aus Berlin zugeschaltet wird. Des Weiteren ist Christian Neef, ehemaliger Russland-Korrespondent des Spiegel, spezialisiert auf die Ukraine, heute Abend hier auf der Bühne zu sehen. Ins Gespräch gebracht werden die beiden von Volker Weichsel, Redakteur der Zeitschrift Osteuropa, ebenfalls hier heute live auf der Bühne. Tanja Maljatschuk, ukrainische Schriftstellerin, die seit einigen Jahren in Wien lebt, ist zu uns heute nach Stuttgart gekommen, um im Anschluss mit Katharina Rabe, einer der bedeutendsten Vermittlerinnen ukrainischer Literatur für den deutschsprachigen Raum und Lektorin des Surkamp Verlags, hier ins Gespräch zu kommen. Viktor Martinovich, belarussischer Schriftsteller, dessen Text Revolution im Land selbst faktisch verboten ist, wird heute live aus Minsk zugeschaltet. Sascha Filipenko, ebenfalls belarussischer Autor, der zurzeit in der Schweiz lebt, im Diogenes Verlag veröffentlicht, ist zu uns nach Stuttgart gekommen und wird nachher hier auch auf der Bühne zu sehen sein. Shama Shahadat, Professorin für Slawistik an der Universität in Tübingen, musste kurzfristig in die USA und wird die Moderation heute zugeschaltet aus New York übernehmen. Und im letzten Panel treffen wir auf Oksana Matitschuk, Leiterin der ukrainisch-deutschen Kulturgesellschaft in Czernowitz, einer Stadt im Westen der Ukraine, die einst den östlichsten Posten von Österreich-Ungarn markierte. Oksana Matitschuk schreibt im Moment gegenwärtig täglich oder fast täglich ein Tagebuch aus ihrer Stadt für die Süddeutsche Zeitung. Katharina Mischenko, Verlegerin und der kunstliterarischen Zeitschrift Prostory und Publizistin aus Kiew, konnte vor einigen Tagen mit ihrer Familie nach Ivano-Frankivsk fliehen. Eine Stadt in der Westukraine, von dort werden wir sie heute zuschalten. Katharina Stetsewitsch, Referentin der Bundeszentrale für politische Bildung, mit der ich seit über 15 Jahren Literaturprojekte zur Ukraine und zu Mittelosteuropa entwickle und die ebenfalls gebürtige Czernowitzerin ist, ist uns heute ebenfalls aus Berlin zugeschaltet. Ebenso Gitte Czoch, die neue Generalsekretärin des IFA, dem Institut für Auslandbeziehungen. Claudia Date wiederum gehört zu den wenigen, aber umso wichtigeren Literaturübersetzerinnen und Vermittlerinnen aus dem Ukrainischen und wird das Gespräch des dritten Panels führen. Zu Gehör gebracht werden zwischendrin in Kurzlesung Texte von Serhii Zhadan, Tanja Maljatschuk, Viktor Martinovich, Sascha Filipenko, Valjina Mord und Katja Petrovskaya, gelesen von Nina Sievert, Anke Schubert und Sven Prietz hier vom Schauspiel in Stuttgart.
Am Einlass haben Sie heute einen Text von Claudia Date mit dem Titel Rasom nas bahato, nas ne podalati bekommen. Wir sind viele und wir sind nicht zu bezwingen, den sie in abgewandelter Form letzte Woche für das Residenztheater in München schrieb und für uns heute angepasst hat. Rasom nas bahato, wir sind viele, das gilt auch für den heutigen Abend und die Partnerinnen. Der Abend ist eine Initiative des Stuttgarter Literaturhauses in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Er wird mitgetragen und gestreamt vom Netzwerk der Literaturhäuser, vom IFA, von der Münchner Stadtbibliothek, dem Literaturhaus Berlin, dem Literaturhaus Freiburg, dem Haus der Heimat Baden-Württemberg, dem Institut für Kultur und Geschichte Südosteuropas und dem Schauspiel Stuttgart. Allen gilt mein aufrichtiger großer Dank. Es freut und ehrt uns, dass auch heute hier im Saal Stadt- und landespolitische Prominenz sitzt, die ich ebenfalls herzlich begrüße. Und ich möchte Ihnen allen natürlich hier im Saal und zu Hause an den Bildschirm danken für Ihre Unterstützung, Ihre Solidarität, Ihre Hilfe und Ihre Bereitschaft, sich zu engagieren und zu informieren. Das Programm heute Abend ist dicht und lang. Wir werden diesen Abend online noch länger verfügbar halten. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie 3 Stunden ohne lange Pause konzentriert dabei bleiben. Denn es gibt zwischen jedem Panel nur eine kurze 5-Minuten-Pause. Man darf gehen, man darf wiederkommen. Sie wissen selbst am besten, was wie lange zumutbar ist. Antenne, so heißt der neue Gedichtband von Jardin. Mögen wir unsere Antennen neu und anders auf Empfang stellen. Vielen Dank. Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine, die mittlerweile das Land verlassen haben, nach Moldova, nach Rumänien, in die Slowakei, vor allem nach Polen, nur 150.000 davon in Deutschland, 2 Millionen weitere Binnenvertriebene, 12 Millionen Menschen im unmittelbaren Kriegsgebiet unter Beschuss, 2.000 Tote allein im Südosten des Landes in der Stadt Mariupol, viele weitere Tausende Zivilisten vermutlich tot, wir haben keine Zahlen, vermutlich um die 20.000 getötete Soldaten. Auf der ukrainischen Seite keineswegs Menschen, die in diesen Krieg gezogen sind, um irgendein Ziel zu erreichen, sondern die nur ihr Land verteidigen. Auch auf der russischen Seite wissen wir demotivierte junge Leute, die keine Ahnung hatten, die eingezogen wurden für angebliche Übungen und plötzlich sich im Krieg befanden. Zerstörte Städte, Kharkiv, eine europäische Großstadt, ein urbanes Zentrum sowjetisch-europäischen Typs, Tag für Tag immer größere schneisende Ruinen, Mariupol fast komplett zerstört, Kleinstädte wie hier in der Umgebung Philippsburg dem Erdboden gleichgemacht. Das Ergebnis von 3 Wochen, Fantasie, eine Idee, die russische Welt können durch einen schnellen Blitzkrieg wiederhergestellt werden. Der Zerfall der Sowjetunion nach 30 Jahren, die so friedlich gewesen waren, dass die Friedensforschung immer wieder gesagt hat, was war das für ein Zerfall der Sowjetunion, die wenigen kleinen Kriege und doch ist nichts passiert. Und heute, 30 Jahre später, der große Krieg. Wir reagieren mit Betroffenheit. Wir reagieren mit Empathie, wir reagieren mit großer Hilfsbereitschaft für die wenigen Flüchtlinge, die bis jetzt da sind. Aber was macht die Politik? Was hilft diese Betroffenheit, wenn wir eigentlich nach meinem Eindruck, und darüber möchte ich heute Abend mit Christian Neff und Karl Schlögel, der zugeschaltet ist, diskutieren, haben wir denn eigentlich verstanden, was die Ursachen dieses Kriegs sind, was die Ziele dieses Kriegs sind und was das mit uns tatsächlich zu tun hat. Ob wir hier nur mit humanitärer Hilfe und Betroffenheit reagieren können oder ob das ein Ausdruck davon ist, dass wir eigentlich immer noch nicht verstanden haben, worum dieser Krieg geht. Es ist eine Debatte über Ursachen. Hier geht es nicht darum, etwas aufzuarbeiten. Das werden wir für die Geschichtsbücher in 10 Jahren tun, sondern es geht tatsächlich um die Debatte, was können wir als Gesellschaft und nicht nur als Zivilgesellschaft, sondern als eine Gesellschaft, die auch verantwortlich ist für die eigene Politik, heute und jetzt tun? Meine erste Frage an Christian Neff: Haben Sie den Eindruck, dass die deutsche Gesellschaft verstanden hat,
worum es in diesem Krieg geht, was die Ukrainer dort verteidigen, was verteidigen sie ihrer Ansicht nach und brauchen wir weiterhin Aufklärung und Erkenntnis, um das zu verstehen, was wirklich geschieht? Wenn Sie so fragen, sage ich sofort nein. Ich glaube nicht, dass das Land, dass unser Land das schon verstanden hat, die Politik nicht und viele Menschen auch nicht. Und das Wort Empathie und Aufklärung ist, glaube ich, ein ganz wichtiges hier. Also was können wir machen in diesem furchtbaren Krieg? Wir können ja als Bürger, als Zivilgesellschaft auf den ersten Blick nicht viel machen. Wir können den Flüchtlingen helfen, das tun wir, soweit ich sehe, doch schon recht gut, soweit wir es diese Möglichkeiten dazu haben. Aber es gibt ja noch viele andere Punkte. Und das betrifft, Sie haben es angesprochen, die Regierung. Bei der Regierung habe ich nach wie vor den Eindruck, dass sie den Ereignissen hinterherläuft, dass sie nur das tut, was im Moment wirklich unbedingt nötig ist. Der ehemalige amerikanische Sicherheitsberater John Bolton hat das diese Woche für meine Begriffe sehr treffend gesagt. Er hat sich berufen auf den Scholz-Besuch in Washington vor ein paar Tagen. Und das war ein Besuch, wo er die Solidarität und die Zusammenarbeit beschworen hat zwischen allen westlichen Staaten, zwischen den NATO-Staaten. Und er sagte, kaum war Scholz zurück, hat diese Solidarität nur so lange gehalten, bis das Thema Energiepolitik aufkam. Und ich glaube, das ist sehr, sehr zutreffend. Und das Wort von Scholz, wir haben ja eine Zeitenwende erlebt, das er, glaube ich, vor dem Bundestag gesagt hat, das sehe ich noch nicht so umgesetzt in der Regierung. Der nächste Punkt ist wirklich Aufklärung. Sie haben das gesagt. Ich stelle immer wieder fest, dass viele, auch in meinem Bekanntenkreis, viele Menschen in diesem Land versuchen, Verständnis für Putin aufzubringen. Nun ist das ja erstmal an sich nicht schlecht, dass man versucht, Gründe zu erforschen, sich in den anderen hineinzusetzen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Aber es ist immer der Unterton, den wir schon lange kennen. Wir haben ihn dahin getrieben, die NATO-Erweiterung und so weiter. Wir kennen diese Argumente alle. Also für mich ist es immer wieder verblüffend, wie viele Menschen noch irgendwie versuchen, Verständnis für einen Menschen aufzubringen, der eine Aktion begonnen hat, die für meine Begriffe seit Hitler eine völlig neue Qualität erstmals wieder zeigt, nämlich mit 100.000 Mann von allen Seiten ein Land anzugreifen und einzumarschieren und es zu bombardieren. Das hat es aus meiner Sicht seit Hitler nicht gegeben. Das kann man auch nicht mit dem Kosovo vergleichen. Und der letzte Punkt, den ich noch erwähnen will, Empathie, haben Sie gesagt, genau das ist es. Ich habe es heute im Zug, habe ich den neuen Spiegel gelesen und da hat mich manches, was ich in den Leser, ich lese immer sehr gerne die Leserbriefe, hat mich hier erschüttert. Und ich will es mal ganz kurz vorlesen. Da sind zwei Briefe dabei. Der eine Leser schreibt, wann begreift die ukrainische Regierung, dass die brutale russische Todes- und Zerstörungswalze nur gestoppt werden kann, wenn sich die Ukrainer ergeben? Unrealistische Durchhalteparolen an die männliche Bevölkerung generieren nur weiter sinnloses Leiden. Und ein anderer Leser schreibt, wer wie Selenskyj und Klitschko seine Landsleute angesichts der russischen Mega-Übermacht zu einem aussichtslosen Widerstand gegen die Invasoren aufruft, treibt sie in den Tod und das Land in die Zerstörung. Frieden gibt es nur ohne Waffen, schreibt er als letzten Satz. Das halte ich für totalen Stuss. Aber es ist dieser übliche Pazifismus, den wir in Deutschland immer wieder beobachten, als Stütze des deutschen Moralismus, der sich dann immer wieder wunderbar darauf hinausreden kann, wir sehen weiter, mit Waffen ist hier nichts zu machen. Und letztendlich verbirgt sich dahinter natürlich vermutlich auch so das Streben wieder in die eigene Komfortzone. Hört auf mit diesem Krieg, ihr stört uns damit. Und das ist etwas, worüber wir noch lange nachdenken sollten. Ich möchte das, was Sie zuletzt gesagt haben, ganz kurz mit den Fakten ergänzen, denn wir wissen aus den Städten der Ukraine, die eingenommen wurden, was diese Besatzung bedeutet und was die freiwillige Aufgabe und Niederlegen der Waffen bedeuten würde. Es ist völlig klar, dass das Anfangsziel, das der russische Präsident ausgegeben hat, Denazifizierung bedeutete, dass die ukrainische Führung, die demokratisch gewählten Politiker, der Präsident, entweder vor Ort getötet wird
unmittelbar oder in Moskau vor ein Schaugericht gestellt wird. Das war das ausgegebene Kriegsziel. Also eine Kapitulation in diesem Sinne bedeutet keineswegs, dass dann die Freiheit und Frieden für die Ukraine kommt, wenn man sich nur so ein paar russischen Forderungen stellt. Und das sieht man ja in den Städten mittlerweile wie Cherson, Melitopol, kleinere Städte Richtung Süden Osten des Landes, wo mittlerweile sämtliche Verantwortlichen aus der Stadtverwaltung und auch Bürger, die protestieren, verhaftet werden, abgeführt werden. Und wir haben es in 8 Jahren Krieg im Donbass gesehen, dass jeder, der in irgendeiner Weise sich gesellschaftlich, zivilgesellschaftlich, bürgerlich engagiert hatte, dort in Folterkellern gelandet ist. Also dieser Kampf ist nicht ein Kampf um abstrakte Ideen der Nation, sondern es geht um die individuelle, konkrete Freiheit jedes einzelnen Menschen in der Ukraine. Karl Schlügel, nochmal eigentlich auch an Sie, nochmal die gleiche Frage. Haben wir wirklich verstanden, um was dieser Krieg geht? Worum wird er geführt? Was ist von den Vergleichen, mit die Christian Neff auch gebracht hat, mit dem Angriffskrieg, wie wir ihn nur durch die Wehrmacht unter Hitler ab 1939 gesehen haben. Was ist davon zu erhalten? Welche Erkenntniswert hat der Vergleich und wo ist der vielleicht schief? Das auf eine kurze Formel zu bringen, das kann ich auch nicht. Dass etwas passiert ist, was neu unsere Vorstellungskraft übersteigt und dass man sich überhaupt erst hinaufarbeiten muss auf das, was da vor sich geht, das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Selbst wenn man irgendwie eingeweiht war und eine Ahnung hatte, dass es Gewaltsamkeit geben wird, das, was dort abläuft, das ist, kann man ja mit Worten schlecht einholen. Man sieht die Bilder und das ist viel gravierender als jetzt, das irgendwie mit Worten einfangen zu wollen. Ich muss zunächst sagen, dass die spontane Reaktion der letzten Wochen, die Demonstrationen, die Kundgebung, die ungeheure Hilfsbereitschaft mir irgendwie doch gezeigt haben, dass es ein spontanes Begreifen in weiten Teilen der Bevölkerung, der Gesellschaft gibt, dass dort etwas Ungeheures passiert. Und ich fand es geradezu befreiend, diese Kundgebung und Demonstrationen zu sehen. Und es zeigt doch, dass es so etwas wie ein elementares Verständnis von solchen gravierenden Vorgängen gibt. Und das hat mich eigentlich zuversichtlich gestimmt, dass diese Zeit der Lähmung, diese Starren auf den Angriff, auf die Panzer, die anrollen und denen man nichts entgegensetzen kann, dass diese Lähmung irgendwie vorbei ist. Und wie immer der Kampf ausgehen wird, es scheint ja so, die russische Übermacht so gewaltig zu sein. Aber was wir bisher erlebt haben, gesehen haben, gehört haben von Leuten, ganz normalen Leuten, Lehrern, Ärzten, Angestellten, Busschaffnern, die von heute auf morgen bereit waren, sozusagen etwas zu tun, was sie in ihrem Leben nie konnten, eine Waffe in die Hand zu nehmen und für sich, ihre Kinder, die Familie, ihr Land in den Kampf zu gehen, das ist ungeheuer. Und ich glaube, dass diese ersten Tage des tapferen Widerstandes zeigen, einmal, dass diese Rechnung von Putin und seinen Leuten einfach nicht aufgegangen ist, wie seine Reden ja ohnehin nicht nur von einem tiefsitzenden Hass zeugen, sondern auch von einer ungeheuren Ahnungslosigkeit über das, was die Ukraine heute ist. Er hat einfach keine Vorstellung, dass es ein Land ist, das einfach für seine Freiheit kämpfen wird. Also ich bin natürlich schockiert und auch fassungslos, aber diese
Tatsache des Widerstands, einer weltweiten Einsicht, dass dort etwas passiert, wo die Linien zwischen Gut und Böse, zwischen Angreifer und Angegriffenen, zwischen Verbrechern und Opfern, das ist so sonnenklar und das zeigt doch, dass es irgendwie doch in einer Welt der Verwirrung und Desorientierung, dass es doch so etwas wie einen Durchblick gibt, hinter den wir nicht zurückgehen können. Die Frage ist, was man machen kann. Und unser Eins, der schreibt und beobachtet und so weiter, empfindet natürlich eine tiefe Hilflosigkeit. Und wenige Tage vor dem Angriff hatte ich ja auch überlegt, dass man noch hinfährt, um diesem Exodus des Botschaftspersonals irgendwie was entgegenzusetzen. Wir werden vielleicht noch darüber sprechen, was man tatsächlich diskutieren und machen könnte. Bin der Meinung, ich neige dazu, um das vorwegzunehmen, über Flugverbotszonen zu sprechen. Ob das in der harten Weise, auf militärische Weise geschieht oder in einer humanitären Aktion mit einem starken Mandat. Also ich habe das Wort von der Luftbrücke, die man errichten muss. Wir können nicht zusehen, wie da die Russen wahrscheinlich die großen Städte nicht einnehmen werden können, dass die Städte eingeschlossen und à la Leningrader Blockade ausgehungert und zugrunde gerichtet werden. Das halten wir nicht aus. Und wenn wir das zulassen, wenn wir keine Hilfsmaßnahmen für die eingeschlossenen Städte auf die Beine stellen können, dann weiß ich nicht, wie überhaupt eine Verteidigung in Zukunft überhaupt Europas stattfinden soll. Und ich finde, dass man diskutieren muss, ob es Formen der Intervention und der Hilfe gibt, die uns aus dieser Fixierung auf diesen Mann mit dem roten Knopf herauslösen und doch etwas in Bewegung setzen können. Ich bin kein Experte, was Cyberwar und so weiter angeht, aber es sind Dinge passiert, die sehr eindrucksvoll sind und die zeigen, dass die Menschen, wenn sie gefordert sind, einem überlegenen Feind gegenüberzutreten, dass sie doch etwas zu Wege bringen können. Ich weiß nicht, wenn ich zu lange spreche, müssen Sie mich unterbrechen. Ich habe den Eindruck, dass dieser Kampf, also der militärische Kampf, der jetzt in den Straßen und in der Ukraine stattfindet, das ist eigentlich die zugespitzte Form sozusagen der gesellschaftlichen Bewegung, die 89 begonnen hat, die weiterging auf dem Maidan in Minsk und die sich sozusagen aufgerüstet hat gegenüber diesem überlegenen Feind eines autokratischen und totalitären Staatswesens, das dritte Imperium, das Putin sozusagen im Auge hat. Und ich glaube, dass bestimmte Mittel und ich glaube, die ganze diplomatische Hochebene, dieses Einreden auf den Diktator, dass das irgendwie an ein Ende gekommen ist und dass wirklich deutlich wird, dass die Welt, die Europäer sich neu aufstellen müssen, so wie man das in Minsk gesehen hat, so wie man es in der Ukraine gesehen hat und wie es jetzt eben in dieser zugespitzten Form der militärischen Auseinandersetzung geschieht. Und das ist eigentlich ein Zeichen meines Erachtens dafür, dass sich die Welt auf eine ganz neue Konstellation einstellt. Und mich erinnert es sehr stark an die 30er Jahre, wo auch große Verwirrung herrschte und man gar nicht wusste, was da alles noch passiert mit Mussolini und Hitler. Und wir müssen uns sozusagen rüsten und
auf eine Zeit einstellen, wo alles passieren kann. Und es wird natürlich ganz entscheidend abhängen, was in Russland selbst vor sich geht. Das ist völlig klar und vielleicht kann man das ja auch noch besprechen. Aber ich denke, dass die Ukraine im Augenblick die Hauptlast in einer angehenden Auseinandersetzung tragen, die uns auch erreichen wird oder die uns schon erreicht hat. Ich meine, der Haushalt sozusagen, dass die üblichen Europa- und Erweiterungsverfahren, dass das alles durcheinander ist und dass man sozusagen, dass die Tagesordnung, die Agenda einfach vom Tisch ist und man sich ganz neu auf sozusagen auf alles einstellen können muss. Das zeigt sich ja in dieser Situation. Hellwach werden und was Christian Neef schon gesagt hat, sich verabschieden, also von diesem gewohnten Bildern, in denen man sich eingerichtet hat, sowohl was die geschichtliche Erinnerung angeht. Ich meine, man kann wenn man die Blockade von Charkiw und die Massaker in Mariupol sieht, da kann man nicht einfach sozusagen betuliche Erinnerungsarbeit machen, sondern das ist ganz richtig, man sieht das, was die Deutschen in der Ukraine angerichtet haben, plötzlich nochmal in einem scharfen Licht. Und das bedeutet, dass man sozusagen Erinnerungsarbeit nicht als Ritual betreiben kann, sondern es hat etwas, eine Erinnerung ist nur so viel wert, wie sie uns hilft, die Gegenwart zu erkennen und zu meistern. Und es wird ein ganz neuer Zug hineinkommen in die Art und Weise, wie wir uns mit unserer eigenen Verbrechensgeschichte zu beschäftigen haben. Und die Ukraine ist jetzt endgültig und auf eine so grausame und brutale Weise endgültig auf unsere Landkarte zurückgekehrt, auf der wir sie generationenlang nicht haben wollten. Nie wieder heißt das Stichwort oder hieß das Stichwort der deutschen Erinnerungspolitik. Und ich denke, wir müssen, was Karl Schlögl und auch Christian Neef schon angedeutet hat, nochmal im Detail besprechen, was das heißt. Als Beobachter, als Journalisten, als Wissenschaftler sind wir momentan und eigentlich immer, aber jetzt in zugespitzter Lage in der Situation, dass unsere Urteile, wie eigentlich die Lage ist, beurteilen wir das Ganze pessimistisch? Ist das schon der Aufruf zur Demobilisierung? Beurteilen wir es zu optimistisch? Besteht die Gefahr, dass wir zu etwas aufrufen, zu einer verlorenen Sache? Das ist das, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Wenn ich berichte, dass die militärische Lage heute schlechter ist als noch vor 3 Tagen, dass also fast viele Dinge schon fast wieder zu spät kommen, diskutieren wir deswegen nochmal, wie Karl Schlögl angedeutet hat, über die Frage, wie ist die Lage in Moskau? Wenn man nach meinem Dafürhalten ist die einzige Möglichkeit, diesen Krieg momentan noch zu stoppen, nicht die militärische Option von Seiten des Westens und bestimmt nicht die Hilfe für die Flüchtlinge, sondern es ist ein Elitenbruch in Moskau, den wir aber befördern können. Wie können wir ihn befördern und wie wahrscheinlich ist er? Welche Möglichkeiten für einen Bruch, eine Art des Aufstands gegen den mittlerweile tatsächlich Diktator Putin ist möglich? Ich bin immer sehr vorsichtig mit der Aussage, wie schnell ein Bruch zum Beispiel in der Elite oder überhaupt im Inneren Russlands stattfinden kann. Ich habe 20 Jahre da gelebt als Korrespondent. Ich bin auch zwischendurch immer wieder lange Zeit hingefahren. Und ich kann mich erinnern, wie unsere Medien in vergangenen Jahren und Jahrzehnten zum Beispiel den ökonomischen, den wirtschaftlichen Untergang Russlands
herbeigeschrieben haben oder herbeischreiben wollten, der ist nie eingetreten, bei allen Problemen, die es natürlich in der russischen Wirtschaft gibt, klar. Aber wir sind dann immer sehr, sehr euphorisch, statt uns auch an Geduld zu üben und tiefer zu gucken. Oder auch, um ein weiteres Beispiel zu nennen, unsere Überschätzung der Oppositionsbewegung in Russland. Ich kann mich erinnern, wie begeistert der Spiegel war, als die Geschichte mit Pussy Riot passierte. Die drei Mädchen, die in der Kirche sangen gegen das Putin-Regime. Wir haben da einen großen Titel gemacht und haben sozusagen schon das Ende Russlands eingeläutet, der Putin-Zeit in Russland eingeläutet. Ähnlich haben wir das ja mit Nawalny gemacht. Also wir haben immer Erwartungen geweckt, die so natürlich gar nicht realistisch gewesen sind. Bei aller Ehrenwürdigkeit, bei aller Wichtigkeit dieser Figuren, das ist ja gar keine Frage. Ich glaube auch, dass wir wissen das ja alle, die sich damit ein bisschen beschäftigen, dass eine Wende in Russland nicht von der Straße passieren wird oder nicht eingeleitet wird von der Straße, also nicht vom Volk, nicht von unten, sondern eigentlich kann das nur passieren durch diese Risse, die Sie schon angedeutet haben in der Elite oder in der Umgebung von Putin. Und auch da bin ich immer sehr vorsichtig gewesen, in letzter Zeit da irgendetwas herbeizureden. Aber es gibt dieses eine Indiz inzwischen, auf das wir uns ja nun alle berufen, nämlich die Sitzung von Putins Sicherheitsrat vor 2 Wochen, wo er eigentlich alle seine engste Umgebung noch einmal vorgeführt hat, um sie zu vergattern auf seine Politik. Aber wir haben gleichzeitig im Westen einen Einblick bekommen in die Verfasstheit dieser engeren Umgebung, der so sicher gar nicht so gedacht war in dieser Wirkung. Aber wenn wir sehen, dass er den Chef seines Auslandsgeheimdienstes wie einen kleinen Schulbub dort abkanzelt, wenn er auch andere, zum Beispiel den für die Ukraine zuständigen Spezialisten dort schon sehr unwirsch behandelt, hat man zum einen das Gefühl, er ist in der Tat jetzt wirklich nur noch mit seiner engsten Umgebung allein. Er ist auf diese Leute nicht wirklich mehr angewiesen. Er hält vielleicht sogar gar nicht mehr allzu viel von ihnen. Und er hält es aber für geboten, sie dem eigenen Volk vorzuführen unter dem Motto, seht mal, diese hängen alle von mir ab und seht mal, wie sie stammeln und wie schwer sie es haben, ihre eigene Position zu finden. Das ist das eine. Aber vor allem, jetzt ist der Faden etwas weg, ich wollte vor allem sagen, dass diese Gruppe eben nicht die Gruppe ist, die offenbar eingeweiht war in seine Absichten. Das hat man in dieser Veranstaltung gespürt. Man hat gemerkt, dass viele offenbar auf diese Wendung so nicht vorbereitet waren. Daher kommen ja auch diese völlig widersprüchlichen Antworten, die sie auf seine Fragen geben. Und das ist ja das eigentlich Überraschende. Er hat offenbar seine Entscheidung für diesen Krieg nur im allerengsten Kreis getroffen, die anderen nicht einbezogen. Und er düpiert hier zum Teil auch den eigenen Geheimdienst. Und wenn die Nachrichten stimmen, dass Geheimdienstoffiziere aus dem FSB unter Hausarrest gestellt wurden, die nicht die richtigen Informationen geliefert hätten aus der Ukraine, die also durch ihre mangelnden Informationen zu einer falschen Lageeinschätzung in Moskau geführt haben, dann ist das natürlich schon ein Punkt, den man berücksichtigen sollte. Und diese Düpierung der Geheimdienstleute, die hier Putin vorgenommen hat, die wird natürlich wirken. Da können Risse entstehen, aber wie und wann und in welcher Intensität, das ist natürlich im Moment ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ich würde nicht wagen, aus einzelnen Nachrichten heraus jetzt zu sagen, da hat ein solcher Prozess begonnen. Das halte ich für sehr, sehr gewagt. Also dass die Einschätzung, ob das passieren kann, die ist natürlich immer sehr schwierig, denn wir können die Zukunft nicht voraussehen. Aber wir sind ja doch tatsächlich nicht nur in der wissenschaftlichen Prognosefrage, sondern in der Frage, was können wir dafür tun? Und dann stellt sich doch wieder die Energiefrage. Und Sie haben jetzt von den Geheimdienstleuten gesprochen, dann ist aber doch auch die höhere ökonomische Elite
die jetzt ja massiv schon verloren hat, aber nur dadurch, dass die Frage des Öl- und Erdgas- und Kohleimports bislang ausgenommen ist oder aber auf die lange Bank geschoben ist, dann sagt dann die Bundesregierung, das machen wir schnell, aber wenn man genauer hinschaut, dann heißt schnell, naja, so in ein paar Monaten oder Jahren mit dem Verweis auf die Abhängigkeit. Da ist mein Eindruck, dass die Moskauer Wahrnehmung ist, wir haben zwar die schlimmste Wirtschaftskrise produziert seit über 30 Jahren, wir sind zurückgeworfen auf die Situation der Sowjetunion der 80er Jahre, aber die Wirtschaftsexperten der Zentralbank geben für das Jahr 2023 schon wieder eine Prognose aus, Russlands Wirtschaft würde wieder wachsen. Das ist also schon eingepreist. Und diese Signale, die senden wir doch hier, unter anderem mit dem Pessimismus. Naja, also das hält ja doch besser zusammen, als man das immer so erwartet. Ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Ich habe die Szenen gesehen, wie die Leute die Geschäfte stürmten, die dann Tage später geschlossen wurden, also von den westlichen Firmen, H&M, Ikea und so weiter. Und dort wurden Leute gefragt, ja, wie sie das dann finden, dass der Westen sich jetzt zurückzieht hier aus dem Handel in Russland. Da winkten viele ab und sagten, ach nur, das ist alles nicht so schlimm, die kommen wieder, das wissen wir doch, die kommen immer wieder. Und das hat mich auch sehr getroffen, weil das natürlich eine ganz richtige Beobachtung ist. Sie wissen ganz genau, Merkantilismus im Westen, ganz große Frage, die wollen handeln. Und wenn wir sehen, wie der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft immer wieder sich die Lage in Russland und um Putin herum schön geredet hat, dann muss man diese Gefahr sehen, dass man ganz schnell wieder zur Tagesordnung zurückkommen möchte. Und da ist es natürlich ganz wichtig, wenn man da wirklich Risse erweitern will in dieser Elite, dann muss man überraschende und sehr scharfe Schritte machen. Und zu denen, das meinte ich eben am Anfang, sind wir immer noch nicht richtig bereit. Putin kann uns genau nach wie vor doch ziemlich genau berechnen. Er sieht, wir wollen nicht ran an die Energiepolitik. Wir wollen Gas und Öl weiter fließen lassen mit der Begründung, das würde zu sozialen Verwerfungen bei uns im Lande führen. Ja Gott, obwohl inzwischen, so wie ich das sehe, doch ein sehr großer Teil der Menschen hier im Lande durchaus dafür sind, was mich fast schon überrascht. Und Karl Schlüger hat völlig recht, wenn er sagt, wir müssen angesichts dessen, was jetzt passiert, wir können noch gar nicht überblicken, wir sehen diese riesigen Ausmaße dieses Prozesses noch gar nicht, aber schon deswegen können wir nicht von vornherein sagen, dies und das schließen wir jetzt aus an Schritten. Das steht nicht zur Debatte. Also zum Beispiel die MiG-29, die Lieferung der polnischen MiG-29. Das mag ja alles, das muss alles genau abgewogen werden, ganz sicher. Aber von vornherein zu sagen, das kommt nicht in den Pott, das diskutieren wir nicht, das ist natürlich auch blauäugig und das kann man nicht machen. Und das Gleiche passiert mit der Flugverbotszone, die Karl Schlögl angesprochen hat. Natürlich gibt es da riesige Gefahren, wenn man eine solche Zone in dem Stil einrichtet, wie wir sie gewöhnlich kennen. Aber man kann das ja vielleicht wirklich tatsächlich in auch anderen Formen machen. Und das ist ja interessant, das ist ja, da rätseln seit Tagen alle darüber, warum kommt Russlands Luftwaffe nicht wirklich zur Anwendung in der Ukraine. Russland hat eine relativ starke Luftwaffe, man sieht sie nicht. Sie fliegen kaum, hineingeschossen wird mit Raketen, mit Cruise Missiles, aber die Maschinen stehen weitgehend am Boden. Das ist sehr rätselhaft. Woran liegt das? Da gibt es so viele Erklärungen, die da sagen, vielleicht hängt das damit zusammen, dass die Luftwaffe in Russland nie richtig Koordinierung geübt hat mit dem Heer, mit dem Bodenheer, dass diese Abstimmung nicht wirklich funktioniert. Aber vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass sie durchaus sehen, der Westen liefert auf einmal überraschenderweise doch Waffen. Er liefert vor allem Luftabwehrwaffen. Und dass sie da vorsichtig geworden sind, also all das kann natürlich eine Auswirkung haben. Deswegen ist es doch völliger Unsinn, von vorn zu sagen, das machen wir nicht. Dann kann er uns weiter ausrechnen, wieso er das Jahre, Jahrzehnte lang getan hat. Das scheint mir auch ein sehr wichtiger Punkt zu sein. Zunächst mal bei dem Ökonomischen. Ich glaube, dass das Wort von der Abhängigkeit, über die hier jetzt nur noch diskutiert wird, eigentlich auch eine Form der Demobilisierung ist, weil dabei nicht erkannt wird, dass unsere Abhängigkeit ja bedeutet, dass Russland von unseren Zahlungen abhängig ist.
Also hätten wir keine Abhängigkeit, weil wir nur 1% des Erdgases aus Russland importieren könnten, hätten wir auch überhaupt keine Fähigkeit, auf diesen Krieg einzuwirken. Also das ist, was uns schaden kann, ist gleichzeitig auch ein Schwert, und das sollte man in dieser Debatte deutlich berücksichtigen. Aber Karl Schlügel schaut schon so, als möchte er etwas dazu sagen. Ja, dann ich gar keine merke Frage. Doch, also ich kann dem allem zustimmen, was gesagt worden ist, aber ich merke jetzt doch, dass ich weit weg bin und abgehängt bin. Und ich muss jetzt versuchen, mich da irgendwie einzuschalten. Wir können überhaupt, also meine Devise ist, auf alles gefasst zu sein. Und in den letzten Tagen und Wochen musste ich jedenfalls feststellen, dass Dinge passiert sind, die meine wiederum, obwohl man schon Nackenschläge bekommen hat, sozusagen Erkenntnisschocks jeden Tag, dass Dinge wieder passiert sind, die nicht auf meinem Radar waren. Also ich muss sagen, dass die Kernkraftwerke sozusagen möglicherweise zum Kriegsschauplatz werden könnten. Das war für mich eine sozusagen Erhellung. Das war für mich nicht drin. Dass der Stromausfall stattfinden kann und die Kontrolle verloren werden kann. Oder die Mitteilung von Putin vorgestern oder gestern, dass er sagt, und das ist ja alles bestätigt, dass 16.000 Krieger aus Syrien bereitstehen und die Kadyrov-Leute sowieso, die nur darauf warten, in der Ukraine eingesetzt zu werden. Da tauchen Bilder auf, die wir irgendwie aus Grozny schon kennen. Da tauchen Bilder auf von Massenvergewaltigungen und sozusagen gezielten Maßnahmen, um den Menschen so überhaupt jede Aussicht auf Widerstand zu nehmen. Also ich bin nicht auf diese Dinge gefasst gewesen, und es scheint so, dass die Fantasie und die, was man als Eskalationsdominanz bezeichnet, sich immer noch nicht erschöpft haben. Und dazu gehören meines Erachtens auch das diplomatische Spiel. Ich finde es einfach geradezu atemberaubend, wie ein Typ wie Lavrov sozusagen auf eine Weise die Welt, die diplomatischen Kanäle bespielt. Und Lüge ist gar nicht das Wort, das ist etwas ganz anderes. Wie der Betrieb bedient wird, also von Leuten wie Dmitri Peskov und Maria Sacharowa, um sozusagen ein Spiel weiterzutreiben, während in Wahrheit sozusagen der Obizid vorbereitet wird und daran gearbeitet wird, wie man sozusagen den Massenmord organisiert. Wir sind nicht auf der Höhe der Zeit. Das würde ich nach wie vor, wir sind nicht auf das, was kommt, gefasst. Und wir wissen natürlich überhaupt nicht, was da in Russland passiert. Ich bin nur der Auffassung, dass diese Versuche, sozusagen eine rationale Beziehung herzustellen zwischen also den Folgen der Sanktionen und einem wachsenden Protest und einem Riss in den oberen Etagen, das funktioniert nach meinem Verständnis nicht. Es gibt diesen Automatismus nicht. Es gibt eine Bereitschaft für eine Fortress Economy mit unendlichen langen Durststrecken. Also ich würde mich auf diese Rechnung nicht einlassen, obwohl es natürlich diese Folgen gibt. Ich rechne eher mit Dingen, die, wie soll ich sagen, nicht in dieser Mechanik oder Dialektik vorgesehen sind. Ich stelle mir vor, wenn die Bilder, die wir aus Tscherniw oder aus Mariupol, wenn die in Russland ankommen, und es gibt immer noch genügend Kanäle und es gibt auf eine ganz, wie soll man sagen, irre Weise diese millionenfachen familiären Verbindungen. Ja, Millionen von Familien in der Ukraine sind mit Russland, Russen mit Ukrainern verbunden, Biografien und so weiter. Es ist eigentlich ausgeschlossen,
dass diese die Bilder von dem, was dort vor sich geht, dass die nicht einsickern und irgendwann ankommen. Und da wird es, und es gibt natürlich auch überall dort nicht die Helden, sondern einen sozusagen den normalen Anstand von normalen Leuten, die dann sagen, also nee, das kann nicht sein und so weiter. Und es wird, und dafür gibt es doch Beispiele in der Geschichte überhaupt und in der russischen, dass die Sache nicht so läuft, wie sie im Nachhinein sozusagen logisch rekonstruiert werden. Das sind Zufälle, Inzidenzen, ein Blutbad, das ausgelöst wird. Ja? Denken wir nur an den 9. Januar 1905, der eine ganze sozusagen, der etwas ausgelöst hat, was völlig unabsehbar war. Also ich finde mehr, dass die Wahrnehmung und dass wir sozusagen 24 Stunden an den Bildern von Radio Svoboda kommen, jetzt schon nicht mehr von Dorscht und nicht mehr von Echo Moskwy und nicht mehr von Nova Gazeta, aber es gibt immer noch sozusagen Nachrichten und wir müssen da dranbleiben und auf alles gefasst sein. Und was wir machen können, ja, entschieden wird es, glaube ich, im Augenblick in den Outskirts von Kiew, Mariupol, den Leuten, die in Cherson, in Odessa, die sich darauf vorbereiten, dass ihre Stadt, das muss man sich einfach vorstellen, dass da etwas passieren wird. Also ich glaube, dass es dort entschieden wird und es kann tatsächlich sein, dass trotz dieser ungeheuren Überlegenheit quantitativ, dass das Ende, er hat diesen Krieg schon verloren, dieser Kerl, er hat ihn schon verloren, aber die Opfer, die bis zum Ende, sie werden noch entsetzlich sein und wir haben wenig Einfluss darauf, außer standhaft zu bleiben, Fehler zu vermeiden. Und ich finde, dass zum Beispiel diese Konferenz in Versailles wirklich ein deprimierendes Signal ausgesandt hat. Diese EU, die nicht in der Lage ist, die Verteidigung Europas, die dort stattfindet in Kiew, aufzunehmen sozusagen und abzuweichen von ihren prozeduralen Regeln, die für wie soll ich sagen, Normalzustände ausgedacht sind. Ja, das finde ich deprimierend und dafür muss man sich eigentlich schämen, dass wir es nicht fertiggebracht haben, zu sagen, das ist eine außerordentliche Situation und wir Europäer, wir können darauf, wir sind gewappnet, darauf auch zu reagieren und nicht nur ein Zeichen auszusenden, sondern etwas zu machen. Ich glaube, das nehmen wir als... Ich wollte noch etwas sagen. Ich finde, dass in diesen ganzen Diskussionen über die Ukraine Leute eingeladen werden sollten und sprechen sollten, die etwas verstehen von den militärischen Dingen, ja? Die etwas uns erklären können, warum also diese... was da vor sich geht, und die unsere Fantasie auch anregen, was man machen kann. Und ich spreche nicht für Militarisierung unseres Denkens, sondern für das Ausbrechen sozusagen aus dieser gewohnten Welt und sozusagen eine Aufrüstung unserer Fantasie, um sich einzustellen auf das, was vor sich geht und worauf wir eben nicht vorbereitet sind. Eine Bemerkung möchte ich nur. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wir sehen in der Tat keine Bilder aus diesem Krieg. Wir sehen Angriffe auf die Städte, wir sehen Explosionen, aber wir sehen nicht, was draußen vor den Städten passiert.
Wir sehen nur die Folgen, wir sehen ausgebrannte Kolonnen und so weiter. Tatsächlich habe ich noch nie so wenig Bilder von einem Krieg gesehen. Dadurch haben wir natürlich ein riesen Informationsvakuum. Was Karl Schlöge sagt, irgendwann kommen die Bilder auch in Russland an, das glaube ich auch. Aber ich merke immer wieder im Kontakt mit meinen Bekannten in Russland, wie sehr doch die Mehrheit ganz offensichtlich den Kurs Putins unterstützt, ja sogar bejubelt. Aus meinem Bekanntenkreis, das sind Intellektuelle, höre ich Sätze wie die, ja, wir werden notfalls kämpfen, wir sind bereit zu kämpfen, zwar gegen euch, gegen den Westen, ihr habt uns in die Enge getrieben und das wollt ihr jetzt sozusagen zu Ende bringen. Also diese Propaganda ist völlig, diese Saat ist völlig aufgegangen und es ist schwer noch zu erkennen, wie viele sind da wirklich kritisch, wie viele wagen überhaupt noch etwas zu sagen. Das ist nicht das Schlusswort, denn da muss ich dagegenhalten. Aus meinem Bekanntenkreis kenne ich keinen einzigen. Ich kenne die Angst, ich kenne die Aufrichtigen, die sich dagegen auflehnen. Und ich sehe sehr, sehr, sehr starke Absatzbewegungen von dem Regime, von der Ideologie und sehr viel Angst. Es herrscht eine Atmosphäre wie in der Stalinzeit. Jeder weiß, er kann verhaftet werden. Und wenn diese Angst durchbrochen würde, werden könnte, dann würde diese Blase der Propaganda, die Blase der Ideologie von heute auf morgen platzen, wie wir es in Deutschland 1945 erlebt haben, und niemand war angeblich dafür gewesen. Ich glaube, diese Hoffnung sollten wir auch haben. Wir müssen leider zu einem Schluss kommen. Ich finde ganz wichtig, was Karl Schlögl gesagt hat, die Augen öffnen für das Unerwartbare, so schrecklich es ist. Ein Stichwort noch, weil er sprach von dem Tschetschenenführer Kadyrov, der mittlerweile vor Kiew angekommen ist. Es wird in Russland unter den informierten Kanälen darüber diskutiert, dass diese Zerstörung der Städte die neue Strategie überhaupt ist. Es geht gar nicht mehr darum, die Herzen der Menschen zu gewinnen, die mit Fähnchen Russland zujubeln, sondern die Terrorisierung der Bevölkerung ist das eigentliche Machtinstrument. Die Bomben sind also nicht fehlgeleitet, weil sie nicht mehr die Unterstützung schaffen, sondern sie sind genau richtig geleitet. Und genau das war das, was die russische Armee in Tschetschenien 1994 angerichtet hat. Wir haben kein antirussisches Tschetschenien heute, sondern wir haben einfach nur eine terrorisierte und militarisierte, kampfbereite Gesellschaft, Gesellschaft der Gewalt. Und das ist das Ziel und das ist unsere Aufgabe, die wir heute mitnehmen müssen, so etwas zu denken. Und bei diesem Denken hilft die Literatur nicht, weil sie uns betroffen macht, sondern weil sie auch eine Form der Macht, die Frieden schafft, aber in dem Sinne, dass sie der Macht, die diesen Frieden tatsächlich schafft und nicht nur in Gedanken Macht verleiht. Und deswegen hören wir jetzt Gedichte von Serhii Jardan, gelesen von Anke Schubert, von Nina Sievert, von Sven Prietz. Serhii Jardan ist immer noch in Kharkiv. Er hat dort bei der Zivilverteidigung der Stadt aus unter dem Bombenhagel und anschließend noch gelesen von Tanja Maljarczuk einen eigenen Text. Und davon eben will ich erzählen. Vom grünen Auge des Dämons am farbigen Himmel. Vom Auge, das aus den Kulissen eines Kindertraums schaut. Vom Auge des Freaks, in dem Angst und Entzücken wechseln. Alles hat mit Musik angefangen. Mit den Narben, die der Gesang hinterließ. Bei Gleichaltrigen auf Hochzeiten im Herbst. Erwachsene, die Musik machten.
Erwachsensein bestimmt von der Fähigkeit, Musik zu machen. Als mischte sich eine weitere Note in die Stimme, die Glück birgt. Als wäre in Männern dieser Instinkt angelegt, Jäger und Chorsänger zu sein. Musik, das ist der Karamellatem der Frauen, das Tabakhaar der Männer, die sich widerwillig rüsten zum Messerkampf mit dem Dämon, der ungebeten auf der Hochzeit erscheint. Musik hinterm Friedhofszaun, Blumen, die den Frauen aus der Tasche wachsen, Schüler, die in die Öfen des Todes schauen. Am tiefsten ausgetreten die Pfade zum Friedhof und zum Wasser. In der Erde wird nur das Wertvollste begraben. Geölte Waffen, die zu blanker Wut reifen, die Porzellanherzen der Eltern, die im Gesang des Schulchors klingen, davon will ich erzählen, von den Bläsern der Unruhe, von der Hochzeitsprozession, die in die Erinnerung einzieht wie in Jerusalem, den gebrochenen Psalmenrhythmus des Regens und das Herzlegen. Männer, die tanzen, als wollten sie mit den Stiefeln ein Steppenfeuer löschen. Frauen, die sich im Tanz an die Männer klammern, als wollten sie sie abhalten, in den Krieg zu ziehen. Ostukraine, Ende des zweiten Jahrtausends. Die Welt quillt über vor Musik und Feuer. In der Dunkelheit klingen fliegende Fische und singende Tiere. In der Zwischenzeit sind fast alle, die damals geheiratet haben, gestorben. In der Zwischenzeit sind die Eltern der meisten Gleichaltrigen gestorben. In der Zwischenzeit sind die meisten Helden gestorben. Der Himmel breitet sich aus, bitter wie Gogols Erzählungen. Es tönt der Gesang der Menschen, die die Ernte einbringen. Es tönt die Musik derer, die die Steine vom Feld tragen. Sie tönt und reißt nicht ab. Einfach loslegen und die paar Sätze schreiben. Bücher zusammentragen, geschenkt und halb gelesen. Gegenstände entdecken, die ins Haus gekommen sind. Einfach loslegen. Und Wörter zusammentragen, die alles erklären. Endlich glaubwürdige Gedichte machen. Du verstehst doch, dass es um dich geht. Du verstehst doch, dass es nur um dich geht. Der Irrwitz dieser Welt kommt nicht von ungefähr. Die Verrenkungen der Literatur hat ihre Adressaten. Nur für dich kämpfe ich im Traum gegen die Wale. Nur für dich verliebe ich mich in Häuser und Hügel. Nur deinetwegen brechen die Wildgänse in Herbstschwärmen auf. Nur an dich appellieren die Pflanzen auf dem Fensterbrett. Du verstehst doch, dass das alles nur dafür da ist, damit du die Gelegenheit hast, zu widersprechen. Das irrwitzige Recht hast, nicht zu glauben, das Offensichtliche nicht zu sehen. Es nicht zu sehen, nicht zu sehen. Aber es hat sich so ergeben, dass viel Zeit vergangen ist und dass ich immer noch, wenn ich mit dir rede, diese bewusste Pause mache. Nur einen Moment. Für ein Luft holen. Um den Atem zu glätten, um nicht zu ersticken, wenn ich mit dir über deine Unbekümmertheit spreche. Es hat sich so ergeben, dass ich immer wieder nachts, wenn ich ins Dunkel trete, die Tür aufhalte, als kämst du hinter mir. Verstehst du, was das ist?
die Zärtlichkeit deiner Notizen gefunden in den Taschen der Jacke, die ich seit dem letzten Winter nicht anhatte. Die Stille von Menschen, die in verschiedenen Städten erwachen und dennoch Angst haben, den anderen zu wecken. Die Freude an einer Reise, die jedes Mal zu Ende geht. Die himmlischen Heerscharen auf dem Bahnhofsvorplatz, die gegen den Teufel kämpfen, in der Luft, über den Städten. Und wir werden den Klang der Einsamkeit nach Männer- und Frauenstimmen aufteilen. Und die Ertrunkenen unserer Lungen werden der den Händen entglittenen Luft weiter nachseufzen. Die Welt ruft wie ein übersetzter Text jede Menge Einwände hervor, spielt mit Bedeutungen, glänzt mit Hoffnung. Seit 3 Jahren reden wir über den Krieg. Sonnenschein, eine Terrasse, viel Grün. 2 junge Leute, Studenten sicher, sie sitzen da, warten auf ihre Bestellung. Auf dem Tisch Mitschriften, Unterlagen in einer Mappe. Sicher machen sie eine Pause zwischen 2 Seminaren, essen was und laufen weiter. Ganz ernst, ganz erwachsen. Und sonst? Sicher wohnen sie zusammen. Kochen tun sie nicht gern, essen, wie es gerade passt. Bloß keine Zeit vertun für die Küche. Bloß keine Zeit vertun für Kleinkram. Mit dem Leben sollte man es halten wie mit Kleidung. Du probierst sie an, ehe du sie kaufst. Man sollte lernen, das Leben nicht zu vertun mit Kinkerlitzchen. Irgendwann wird sie auf jeden Fall ein eigenes Haus haben. Irgendwann wird er auf jeden Fall einen guten Job finden. Es will alles gelernt sein. Es will gelernt sein, die richtigen Worte zu finden, um über Liebe und Menschlichkeit zu sprechen. Staub, Blumen, viel Grün. Frühling des vergangenen Jahres. Das ist das einzige Foto, auf dem wir zusammen drauf sind, erzählt sie. Ich habe mich gerade über ihn geärgert. Siehst du, ich schaue sogar weg. Ich rede gar nicht mit ihm. Dann kam der Krieg. Er ist gegangen. Das war's. Eine Frau läuft die Straße entlang, bleibt vor einem Laden stehen, zögert. Ich müsste Brot kaufen. Es ist nicht mehr viel da. Jetzt oder besser erst morgen, überlegt sie. Sie holt das Handy raus, ruft ihre Mutter an, wird laut, hört nicht zu, schreit los, steht schreiend vor dem Schaufenster, als schreie sie ihr Spiegelbild an. Sie legt auf, ohne die Antwort abzuwarten, läuft weiter und verflucht ihre unsichtbare und deswegen noch verhasstere Mutter. Weint aus Groll gegen sie und aus Unfähigkeit, ihr zu verzeihen. Vergisst das Brot, vergisst alles auf der Welt. Gegen morgen beginnt der erste Artilleriebeschuss. Noch so eine merkwürdige Geschichte. Eine Geschichte über unsere Illusion und unsere Ohnmacht. In der Bibliothek hielt sie sich immer an die Regale mit den Büchern ihrer Lieblingsautoren. Sie stand davor, wie Frauen morgens vor dem Spiegel stehen, zuversichtlich und doch zweifelnd. Dichter mit reinen Reimen irren sich nie. Sie wissen immer einen Ausweg. Sie trösten in jeder Not. Eines der ersten Geschosse traf die Bibliothek. Lehrbücher flogen durch die Straße wie aufgerissene Kopfkissen. Und Buchstaben schwebten in der Juniluft wie die Asche ausgebrannter Synagogen. Die Dichtung
hat doch nicht gerettet. Die Dichter haben geschwiegen. Keiner fand einen reinen Reim auf den Namen der zerfetzten Schülerin, die am Morgen gekommen war, um ihre gelesenen Bücher zurückzubringen. Als die Truppen kamen, als sie das Magazin renovierten, als sie ihr mehr und mehr neue Bücher brachten, als wollten sie sie mit einer neuen Sprache füllen, mit neuer Freude sozusagen, stand sie immer noch da und sagte etwas, versuchte verständlich zu sprechen, versuchte überzeugend zu wirken. Wer hat ihr damals zugehört? Wen haben ihre Worte interessiert? Es ist hoffnungslos, sich hinter der großen, toten Literatur zu verstecken, wenn man Menschen gegenübersteht, die in den Tod gehen. Hoffnungslos, unfair. Hauptsache, ich habe meine Dichter nicht verraten, dachte sie. Ich habe sie bestimmt nicht verraten, dachte sie. Sagte es aber nicht laut. Sie hatte Angst, bedankte sich, stand am Regal mit den toten Dichtern, wie an einer Heizung, die längst keiner mehr wärmt. Das war Antenne von Sergi Jardan, Gedichte von 1920 aus dem Ukrainischen von Claudia Date übersetzt. Einen schönen guten Abend. Gestern stand ich gegen die Sonne und habe meinen Schatten gesehen. Und dann dachte ich mir, na gut, ich bin nichts als Schatten. Und heute früh habe ich meinen Schatten in den Zug geschmissen und hierher gekommen bin ich und freue mich sehr. Jeder Wechsel ist in dem Moment gut. Ich lese jetzt einen Text für Sie, den ich vor 3 Tagen geschrieben habe. Der Text heißt Anno Belli. Welcher Tag ist heute? Welches Jahr? Seitdem alles begonnen hat, misst man die Zeit in der Ukraine anders. Nicht mehr Anno Domini, sondern Anno Belli. Mein Latein könnte besser sein, aber ich weiß, dass Bellum Krieg heißt. Man sagt, es war am 1., am 2., am 12. Tag des Krieges. Alles, was davor geschah, wird ausschließlich als Vorkriegszeit bezeichnet. Weit entfernt, in einem anderen Leben, in einer anderen Welt. Eine Freiwillige aus Sumy, östlich von Kiew, meldet sich in sozialen Netzwerken mit der Bitte um schnelle finanzielle Hilfe und begleitet ihr Posting mit dem letzten Foto aus der Vorkriegszeit. Jetzt sehe sie anders aus, wolle ihre Verzweiflung nicht verbreiten. In der Vorkriegszeit war diese Frau eine Kulturmanagerin. Am 7. Tag des Krieges bemerkt eine andere Bekannte von mir, diesmal aus Kiew, dass ihre Hose seit ewig zu eng wieder passen. Sie hätte immer schon abnehmen wollen, jedoch nicht um diesen Preis. Ich selbst esse Anno Belli auch fast nicht mehr, nur das Nötigste, um mich bewegen zu können. Ich brauche Kraft, um zu weinen und Angst zu haben. Laut jüngster Erkenntnisse braucht man Kraft auch, um sich zu fürchten. Ich bleibe in Wien, wo ich seit 10 Jahren ansässig bin, träume von Bomben und Raketen in meiner Heimat. Emotionell wäre es einfacher, dort zu sein, unter ständigem Beschuss, in einem Bunker unter den Menschen, die in den von Russen besetzten Orten mit bloßen Händen versuchen, Panzer zu stoppen. Sie schreien, geht weg, verschwindet. Hätte ich immer so unsicher und ängstlich gewesen, einen solchen Mut? Wohl kaum. Vielleicht deshalb stelle ich mir vor, ich wäre eine Superheldin. Vor vielen Jahren, also irgendwann in der Vorkriegszeit, habe ich über eine imaginierte ukrainische Superheldin einen ganzen Roman geschrieben. Diese Frau konnte fliegen und half Menschen in Not. Dabei trug sie ein altmodisches, blumiges Kopftuch und schimpfte wie ein Rohrspatz.
Die Zeugen ihrer Wohltaten berichteten später, es könnte sich um eine Mutter Gottes handeln, es wäre anzunehmen, sie beherrsche den Luftraum. Nur ihre Schmähreden sprechen dagegen. Fliegen kann ich nicht, schimpfen schon. Die Ukrainerinnen und Ukrainer schimpfen in diesen sich wie Jahre anfühlenden Tagen dermaßen viel und derb, dass sogar der hochgeachtete Großerzbischof der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche Svetoslav sie gebeten hat, trotz der Grausamkeiten des Krieges auf die Sprache zu achten. Die Sprachwissenschaftler schlagen stattdessen vor, das Wort, mit dem man am liebsten das russische Kriegsschiff und den russischen Präsidenten bezeichnet, nicht mehr als Obszönität zu betrachten. Einst ein prominenter Playboy-Star, Dasha Astafjeva, arbeitet heute in der Küche, wo das Essen für die Kiewer Zivilverteidiger gekocht wird. Als Fotomodell hat sie mir immer sehr gefallen. Ihr Blick, ihre verführerische Gestalt, ihre Unterwäsche. Nun trägt Dasha eine durchsichtige Kopfbedeckung, einer Duschhaube ähnlich, und eine weiße Schürze. Sie schält Kartoffeln und fleht die russischen Frauen in einem Video an, ihre Männer, Söhne und Brüder aus der Ukraine zurückzurufen. Sie seien keine Friedensstifter hier, sondern Mörder, meist nicht einmal 30 Jahre alt. Bis jetzt scheinen tausende solcher Appelle unwirksam zu sein. Meine Freundin und Kinderbuchillustratorin Katja Slonova bleibt in Kiew, egal wie sehr ich sie darum bitte, zu flüchten. Sie ist zierlich und sensibel, weshalb vielleicht in ihren wunderbaren Zeichnungen immer so riesige, kantige und muskulöse Menschen auftauchen. Leider hatte Katja nicht die Möglichkeit, solche Menschen in unserem gemeinsamen Kinderbuch zu zeichnen. Das Buch hat den Titel Mox Nox, schon wieder Latein, wörtlich, die Nacht kommt, und erzählt von einer Welt, wo keine Menschen mehr da sind, lediglich die Flughunde, die ihre zerstörten Städte bewohnen und von den warmen Mangrovenwäldern träumen. Nicht verwunderlich, dass eine solche apokalyptische Kindergeschichte auf dem ukrainischen Büchermarkt ohne großen Erfolg geblieben ist. Welche Eltern würden ihrem Nachwuchs ein Buch kaufen, wo sie selbst nicht mehr existieren? Um die Bilder der zerstörten ukrainischen Städte Kharkiv, Tschernihiv, Sumy, Mariupol, Volnovakha nicht sehen zu müssen, blättere ich Katjas Zeichnungen in diesem Buch, all diese düsteren Landschaften voller Ruinen und Verfall durch und denke, haben wir damals etwas geahnt? Diesen Krieg, diese existenzielle Bedrohung, diesen Abgrund der Menschlichkeit, vor dem wir heute stehen? Der Krieg kam auch in meinen Körper hinein. Russische Panzer rücken vor und besetzen mein Herz, meinen Magen, meine Füße. Langsam kommt ein Verständnis dafür auf, dass das gerade Geschehene meine und die Zukunft meiner Landsleute für sehr lange bestimmen wird. Dass wir, wenn wir es überleben, uns Jahrzehnte damit werden beschäftigen müssen. Ich bin keine Schriftstellerin mehr und werde es vielleicht nie mehr sein können. Wörter erstarren in mir, sie sterben ab, gehen zugrunde mit jeder weiteren Rakete, die meine Welt beschießt und zerfetzt. Werde ich hier in der Lage sein, irgendwann wieder an sie zu glauben? Warum auch immer, schreibe ich mir stattdessen die aus dem Netz zufällig herausgefischten Zitate auf, Bruchstücke von Gesprächen fremder Menschen, die um ihr Leben und die Existenz des Landes im Augenblick kämpfen. Sie sind verzweifelt, euphorisch, ängstlich, wütend, traurig, handlungsbereit, alles in einem. Diese Stimmen werde ich nie vergessen. In Mariupol ist alles zerschossen, auch der Himmel. Blut schmeckt nach Metall. Eine Frau hat eine feindliche Drohne mit einem Glas konservierter Sauerkurken abgeschossen. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank an die Gäste des ersten Gesprächs, des ersten Panels. Wir machen direkt weiter mit dem zweiten Panel. Ich freue mich auf Shama Shahadat aus New York zugeschaltet. Viktor Martinovic im zweiten Teil. Wir teilen das zweite Panel in zwei Gespräche aus Minsk. Jetzt aber erst nochmal neu Tanja Maljatschuk und Katharina Rabe aus Berlin zugeschaltet, mit Shama aus New York zugeschaltet. Tanja, du darfst direkt weiter nach oben gehen, wieder nach vorne kommen. Ja, ich warte auf Tanja oder begrüße sie vielleicht schon mal. Guten Abend. Guten Abend. Hallo Tanja Maljatschuk, hallo Katharina Rabe, Viktor Martinovic, dobry večer. Und Sascha Filipenko ist auch da. Wir ganz kurz zum Gespräch, zur Gesprächsform. Haben Sie mich gehört eben eigentlich? Oder soll ich nochmal von vorne anfangen? Ja? Okay, also ich habe eben gerade alle begrüßt. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben. Ich freue mich, dass Sie hier sind, auch wenn der Anlass natürlich nicht so ein schöner ist. Zur Literatur, den Sprung haben wir schon geschafft. Volker Weichsel sagte, Literatur gibt Macht. Bei Jordan haben wir eben gehört, sie gibt Trost. Literatur hilft uns, glaube ich, auch in dieser Zeit nicht den Verstand zu verlieren. Bevor wir anfangen, möchte ich Ihnen die Teilnehmerinnen oder die Teilnehmerin dieses ersten Teils, des zweiten Panels vorstellen. Kurz vorstellen, Tanja Maljatschuk haben Sie schon gehört. Sie lebt, das hat sie auch vorgelesen, seit 2011 in Wien. Sie schreibt meistens auf Ukrainisch, manchmal aber auch auf Deutsch. Und sie stammt aus der Westukraine, aus Ivano-Frankivsk. Das ist ein literarischer Ort, der seine Zugehörigkeit zu Europa immer wieder in Texten und die mit diesem Ort verbunden sind, bekräftigt. Auch Yuri Andropowitsch kommt aus Ivano-Frankivsk. Tanja Maljatschuk wurde 2018 mit dem Bachmann-Preis für ihren auf Deutsch geschriebenen Text Frösche im Meer ausgezeichnet. Und unter anderem hieß in der Begrüßung der Jury, es sei eine einfache Geschichte, die kompliziert ist. Und das passt natürlich wunderbar in unsere Zeit, die wirklich kompliziert ist. Mit Katharina Rabe kommen wir vom Schreiben zum Verlegen. Katharina Rabe ist ein großes Glück für unsere Literaturlandschaft, denn sie ist beim Surkamp Verlag für osteuropäische Literatur zuständig und sie sorgt dafür, dass nicht nur Bücher der großen Literaturen erscheinen, also wie aus dem Russischen, sondern auch polnische, belarussische und ukrainische Literatur. Ganz kurz zur Sprache. Claudia Date und ich werden aus dem Deutschen ins Russische und aus dem Russischen ins Deutsche übersetzen. Viktor i Sascha, ja сейчас представила Катерину и Таню. Таня это украинская писательница, которая пишет по-украински и по-немецки. И Катерина это она издательница в издательстве Surkamp, ответственна для восточноевропейской литературы. Tanja, ich stelle eine Frage. Genau, in dem Panel geht es um das Schreiben und es geht um das Schreiben in unsicheren Zeiten, in Zeiten eines Krieges und in Zeiten einer Revolution, wie wir sie in Belarus haben scheitern sehen. Ab jetzt ist es ein Schreiben im Anno Belli, wie Tanja Maljatschuk es nennt. Tanja, obwohl du in Wien lebst, schreibst du vor allem über die Ukraine. In dem Roman Blauwall der Erinnerung, 2016, auf Deutsch 2019 erschienen, verknüpfst du die Geschichte der Protagonistin mit der eines polnisch-ukrainischen Aktivisten, heißt Wjatoslaw Lipinski und ist 1930 gestorben. Es ist ein Buch über die Erinnerung und über die Ukraine und da heißt es, ich zitiere, die Heimat meiner Großmutter, Kleinrussland, die russische Ukraine, die große Ukraine, die ukrainische sozialistische Republik war de facto ein Teil Russlands. Doch kann man ein Land, das tötet, als Heimat bezeichnen? Ich weiß es nicht. Der Heimatbegriff ist natürlich kompliziert und die Frage ist, was bedeutet Heimat für dich heute, auch besonders wirklich heute angesichts des Krieges? Und bevor du antwortest, übersetze ich das noch schnell ins Russische, okay? Таня живет в Вене, но все-таки она пишет
Болчин све об Украине. Я цитировала из ее романа «Забудья». Она там спрашивает об Украине, можно ли назвать страну, которая убивает родину. И я спросила ее, что для нее значит родина, особенно сейчас, когда она живет далеко и в ее стране война. Ja. Also was bedeutet die Heimat für mich? Das ist die Frage, ja? Das ist jetzt schwer zu beantworten. Das ist, irgendwo habe ich gelesen, dass die Heimat ist dort, wo die Toten liegen, wo meine Toten liegen. Das ist eigentlich, bis jetzt liegen meine Toten in einem kleinen Dorf in der Westukraine. Da ist nicht einmal eine Straße wirklich gut und der alte Friedhof dort und eben die alle kleinen Gräben, sehr kleine irgendwie, weiß ich nicht warum, von meinen Großeltern, von meinen Urgroßeltern, also alle sind dort. Also meine Heimat ist Tschechowa, Selo Tschechowa, also Dorf Tschechowa in der Westukraine. Aber auch muss ich sagen, dass die Heimat ist das, die Heimat ist auch die, alle Traumata, die man bekommt, während man aufwächst. Und das ist vielleicht sogar viel mehr wichtig für mich jetzt, weil ich, alles was ich bin, sind eben diese Traumata, die meine Eltern, die meine Großeltern, die meine Urgroßeltern erlebt haben und mir übergegeben haben. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen damit, aber 20. Jahrhundert war nicht besonders gut für und lustig für die Ukrainer. Und alle Grausamkeiten, die erlebt haben, 1920, 33, 37, dann der Krieg, dann die Sowjetzeiten, 77, dann 91 endlich. Ja. Das ist alles abgelagert. Auch in mir drin sind diese Holodomor zum Beispiel, der Zweite Weltkrieg. Also das alles kann ich erzählen nur aufgrund unserer Geschichten, die Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin. Das erste Gedicht, das ich gelernt habe, auswendig von meiner Großmutter. Also sie melkte die Kühe und ich, so vielleicht Dreijährige, lag im Stroh bei ihr da in der Nähe und habe immer gesagt, Oma, kannst du mir etwas erzählen? Und sie hat mir eben das Gedicht erzählt, immer wieder, sie kannte, sie war Analphabetin natürlich, aber sie kannte nur ein Gedicht, also ein paar Gedichte auswendig, eins davon war und dieses Gedicht kommt mir jetzt in diese zwei letzten Wochen nicht mehr aus dem Kopf. Plötzlich habe ich mich daran erinnert und in diesem Gedicht geht es um einen Jungen, der das Dorf verlässt und sagt den Einheimischen, ich werde für euch kämpfen, lebt wohl, und dann kniet er nieder und geht in den Krieg. Und die letzte Zeile lautet, möge sein Weg glücklich enden. Und das ist ein sehr trauriges Gedicht. Ich habe das immer, also ich bin da mit solchen Liedern, mit solchen Gedichten, mit solchen Geschichten aufgewachsen. Ja? Die Ukrainer haben so gut gelernt zu scheitern und zu sterben. Das haben sie immer schön gemacht, ja? Und haben diese Elend in ihren Gedichten und Folklore hineingebracht. Ja? Und das war für mich selbstverständlich, solche Sachen. Und plötzlich erinnere ich mich an dieses Gedicht und das ist wirklich wahnsinnig. Ich musste dieses Gedicht allen jetzt erzählen. Gestern war ich bei einem Benefizkonzert im Burgtheater in Wien und ich habe auf Ukrainisch dieses Gedicht vorgelesen, weil ich es anders nicht konnte. Ob jemand das versteht oder nicht, aber das ist jetzt für die Ukrainer wieder so, so schmerzhaft geworden. Diese ganze Volkslieder, all diese Texte, mit denen wir, also die in unsere Identität beschreiben. Ja? Und plötzlich sind diese Lieder aus dem 19. Jahrhundert oder so wieder aktuell. Ja? Wir sind wieder in der Vergangenheit, wieder der gleiche Kampf, was aber anders ist. Und das freut mich sehr, dass das sind nicht mehr die Opfer, die jetzt in der Ukraine kämpfen. Das sind keine Opfer mehr. Das sind Menschen, das sind Zivilgesellschaft,
die sich wirklich verteidigen kann und will. Ja? Das ist der Unterschied. Und darauf ist nur meine ganze Hoffnung. Vielen Dank, Tanja. Claudia, dolmetschst du das jetzt oder soll ich das machen? Ganz kurz. Victoria, du meine Studie, Claudia macht's. Okay. Die Antwort nicht, glaube ich, sonst wird es zu lang. Kurz, oder? Okay. Очень коротко скажу, что Таня объяснила, она сказала, что Родина – это для нее то место, где лежат мертвые, где травматы украинского прошлого, умирание, что все это чувствуется у себя в теле, но что сейчас она видит не жертвых, но людей, которые борются за Украину, цивильное общество, и что это отличается от того, как это было раньше. Да? Also, ganz kurz. Sogar die erste Zeile der ukrainischen Hymne lautet «Щенев мерла Україна», «Noch ist die Ukraine nicht gestorben». Und dann haben wir manchmal so in der Küche halb besoffen immer gesagt, aber bald. Ja? Und eben das ist jetzt anderes, vollkommen anders. Ja. Und obwohl, ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwelche Prognosen sagen kann, weil ich ständig nach Prognosen gefragt werde, obwohl diese grausamen Bilder jetzt kommen, dieses Grausame jetzt geschieht in der Ukraine, Also ich glaube, dass nicht nur Putin verloren hat, also wie man alle sagen, hat schon verloren. Die Ukraine haben schon gewonnen. So sollte man die Frage beantworten. Меня очень часто спрашивают прогнозы, что я думаю о будущем. И хотя я вижу все эти ужасные картины, я думаю, что Путин уже все потерял, и Украина уже победила, вот это точно. Gut, danke schön, Tanja. Katharina Rabe, wir kommen vom Schreiben zum Verlegen. Und ich habe es schon erwähnt, die belarussische wie auch die ukrainische Literatur zählen im Vergleich zur russischen zu den kleineren Literaturen. Und trotzdem erscheinen bei Sokampf dank deines Engagements Bücher aus beiden Literaturen, aus der ukrainischen Literatur zum Beispiel von Serhii Jardan oder von Yuri Andropowitsch, aus der belarussischen Literatur, zum Beispiel von Arthur Klinau und Valjina Mord. Und interessanterweise publizieren viele kleine Verlage Literaturen aus den kleinen, also kleinere Literaturen, wie zum Beispiel Woland und Quist oder die Edition Fototapeta. Und meine Frage an dich ist, wird sich der Krieg Putins auf den deutschen Literaturmarkt auswirken? Wird der Blick von Russland mehr in Richtung Ukraine-Belarus gehen? Es gab einen Aufruf vom ukrainischen Buchinstitut zum, ich zitiere, totalen Boykott des russischen Buches in der Welt. Und zeitgleich gab es aber auch einen mutigen, offenen Brief russischer Autoren und Autorinnen gegen den Krieg. Wie bewegt man sich als Verlegerin in diesem komplizierten Raum? Auch das, ich übersetze es ganz kurz für Viktor und Sascha. Я спросила Катарину, будет ли война Путина иметь какое-то влияние на издательскую работу. Сейчас русская литература, конечно, потому что она большая, она в центре. Но будет ли это продолжать? Может быть, русская литература движется на периферию и маленькие литературы больше в центр? Как двигается издательство? Издательница в такой ситуации. Ich möchte zuerst mal Tanja ganz herzlich danken für diesen sehr bewegenden Text. Ich finde es ganz unglaublich, dass du es geschafft hast, so etwas zu schreiben jetzt. Zum einen über diese Erfahrung der Zeit, dass die Tage jetzt so lang sind wie Jahre, dass es eine Vorkriegszeit gibt und dass du keine Schriftstellerin mehr bist.
dass die Wörter zugrunde gehen mit jeder Rakete. Es ist ein so großes Drama, dass ich mich als Lektorin gar nicht dazu äußern mag, ob Verlage jetzt wie verrückt ukrainische Bücher nachdrucken, also die paar Verlage, die überhaupt ukrainische Bücher verlegt haben. Ich bin froh darüber, dass es so tolle Übersetzerinnen mittlerweile gibt. Das war vor 20 Jahren, als wir damit anfingen, noch nicht so. Vielleicht, Claudia, magst du das mal schnell Viktor übersetzen? Да, Таня, я тебе очень благодарна за это, за этот трогательный текст. И я очень впечатлена, что ты была в состоянии как раз его написать в это очень тяжелое в это тяжелое время, вот показать нам опыт времени, как дни затягиваются, как годы, и что было такое, как довоенное время. И это меня очень тоже впечатляло, что ты говоришь о себе, что уже больше не писательница. И я считаю, что это большая драма. Я даже не знаю, смогут ли сегодня перепечатать издательства украинские книги, в том числе их было очень немного. Вот я даже не могу сказать, вот по сравнению с этой трагедией, которая сейчас состоится. Слава Богу, у нас на сегодняшний день уже есть намного больше хороших переводчиков, чем было, скажем, 20 лет тому назад. Ich glaube, was den Aufruf der ukrainischen, des Buchforums und des PEN angeht, alle russische Literatur zu stoppen weltweit, zu verlegen und zu übersetzen, aufzuhören, das sagen einfach Menschen, denen die Knarre am Kopf steht. Und deswegen können wir uns dagegen nicht aussprechen. Aber natürlich sind wir auch, die nie Putin-freundliche russische Literatur übersetzt haben, übersetzen lassen und die mit Autoren, Autorinnen und Verlagsleuten zusammenarbeiten, die seit Putin an der Macht ist, um die Freiheit des Wortes und des Verlegens gekämpft haben. Wir kämen nicht auf die Idee, diesen Autoren jetzt keinen Platz in unseren Programmen oder in unseren Bücherregalen mehr zu bieten. Да, конечно, вот если мы слышим сегодня такое заявление со стороны украинского пена, мы не публиковать больше русскую литературу, не публиковать русских авторов, мы должны учесть, что это говорят люди, которые сидят с дулом перед головой. И поэтому не нам судить о том, что они заявляют. Мы, как издательство «Зуркамп», никогда не сотрудничали с издательствами, которые поддерживали Путина. Наоборот, мы всегда публиковали авторов, работали с издательствами, которые воевали против Путина. И, конечно, мы и в дальнейшем будем своих авторов, которые сопротивлялись, мы их будем и дальше поддерживать. Wir verstärken unser Engagement für die ukrainische und für die belarussische Literatur. Wir vertreten zum Beispiel die Weltrechte an Juri Andruchowitsch und Serhii Jadan und Arthur Klinau. Und es gibt auf der ganzen Welt ein riesiges Interesse an diesen Büchern. Und es wird zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, setzen sich die Übersetzer aus dem Ukrainischen zusammen und überlegen, was sie machen können, welche Anthologien erscheinen sollen. Und so schrecklich das ist, dass es dazu einen Krieg braucht, dass die ukrainischen Autoren jetzt sozusagen als Kriegsgewinner dastehen, um es mal ganz zynisch zu sagen, so gut ist es bei all diesem Grauenvollen, das geschieht, dass zumindest gelesen wird. Selbst wenn Autoren jetzt in dieser Situation nicht mehr schreiben können und wenn Tanja Maljatschuk sagt, sie ist jetzt keine Schriftstellerin mehr, aber das, was schon geschrieben worden ist,
dass das jetzt gelesen wird, finde ich gut. Да, конечно, мы будем расширять нашу публикации украинской и белорусской литературы. Мы, например, представляем международные права таких авторов, как Сергея Жадана, Юрия Андруховича и Артура Клинова с Белоруссии. И сейчас мы замечаем подрастающий интерес к этой литературе. Например, в США переводчики думают о том, как их поддержать, каким образом предоставить литературу большому кругу читателей, в том числе и в виде антологии. Вот это, конечно, очень печальная вещь, что мы должны сегодня отметить, что война поддерживает интерес к литературе. Я все это хорошо понимаю, что Таня, ну, когда она о себе говорит, что не может сегодня быть больше писательницей, но все-таки вот есть у нас уже книги на руках, и их больше читают, и это все равно, это хорошо, что они сейчас больше распространяются. Ich glaube, was aus den Büchern, die man jetzt lesen kann, gelernt wird, ist das, was Tanja gerade sagte. Die Gesellschaft, die jetzt umgebracht werden soll, das sind keine Opfer mehr. Diese Gesellschaft haben wir kennengelernt, spätestens seit dem Maidan 2014. Wir haben die sehr, sehr gut kennengelernt. Viele waren hier, wir haben unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere kollegialen Verhältnisse gestärkt. Wir haben sehr viele Bücher gemacht, viele Verlage, nicht nur Suhrkamp. Wir haben einen Begriff davon, was sich dort gebildet hat an Gesellschaft. Und das ist nicht gering zu schätzen. Und deswegen würde ich diese Hoffnung, diese irrsinnige Hoffnung, die Tanja Maljatschuk eben formuliert hat, dass die Ukraine schon gewonnen hat, auch wenn, wie Zhenia Belarus jetzt es euch ausdrückte, dieser Sieg sich erst noch materialisieren muss. Aber es ist da. Und es war nicht zuletzt die Literatur, die Musik und die Kunst, die uns gezeigt haben, was da jetzt gerade angegriffen und zerstört und mit Megatonnen von Leid und Schmerz und Terror überhäuft wird. Да, вот из книг мы очень много можем научить. И я хочу поддерживать идею, которую только что произнесла Таня. Вот украинское общество, которое мы видим сегодня, это не общество пожертв. Это уже цивильное осознанное общество, которое уже развивалось и до Майдана 2014 года, и после. У нас очень много связей с издателями, с артистами, с художниками. Есть издательство, есть книги. И мы очень хорошо ощущаем вот это социальное и изменившееся общество. И я очень хочу поддерживать надежду, которую давала нам Таня, что Украина на самом деле уже победила. И как говорила в одной из своих выступлений другая автор, Евгения Белорусец, только мы это еще не видим в материальном виде. И, конечно, я хочу подчеркивать, что вот это общество, которое мы сегодня видим, оно и создалось с помощью литературы, музыки, искусства, и именно на это и сегодня стремится вот все это разрушение. Das Unheimliche an der Belarus, an den beiden belarussischen Büchern, um die es ja heute geht, Revolution von Viktor Martinowitsch und Die Jagd von Sascha Filipenko, ist natürlich dieses, dass in diesen Büchern Dinge vorausgesehen wurden, die jetzt geschehen sind. Aber damit habe ich der armen Shama schon eine Frage vorweg. Genau, ich kriege gerade einen Schreck. Да, мы сейчас переходим к нашим двум белорусским книгам Саши Филипенко и Виктора Матиновича, которые, в принципе, уже давали какое-то пророчество о том, что состоится сегодня.
Danke aber erstmal an Tanja Maljatschuk und Katharina Rabe. Wir kommen gleich nochmal ins Gespräch. Mir ist wirklich eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen, sowohl bei dem Text von Tanja als auch bei dem, was du über Heimat gesagt hast und Katharina, wie du ein Plädoyer für die Kunst und Literatur formuliert hast. Und ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich habe wirklich eine Gänsehaut bekommen dabei. Wir kommen jetzt zu Sascha Filipenko und Viktor Martinovich, die ich auch ganz kurz erst vorstellen möchte. Beide sind große Stars der belarussischen Literatur. Von Sascha Filipenko, Dobry Wieczer, Sascha, sind 3 Bücher auf Deutsch erschienen, Rote Kreuze, Der ehemalige Sohn und ganz, ganz frisch Die Jagd. Sascha Filipenko schreibt seine Romane auf Russisch. Er ist geboren in Minsk, hat in Petersburg studiert, zunächst Musik, dann Literatur und lebt im Moment mit seiner Familie in Deutschland. Vorher war er Writer in Residence in der Schweiz. Viktor Martinovich, unser anderer, auch Viktor Martinovich lebt nicht in Belarus, sondern in Litauen, in Vilnius. Er ist promovierter Kunsthistoriker, was man seinem Buch Revolution anmerkt, wo es sehr viel um Architektur geht. Seinen ersten auf Deutsch erschienenen Roman Paranoia 2014 hat er auf dem Handy geschrieben. Dieser Roman wurde in Belarus verboten. Revolution hat einen sehr prophetischen Titel und darauf werde ich auch gleich zu sprechen kommen. Viktor Martinovich schreibt insgesamt auf Russisch und Belarussisch. Und jetzt knüpfe ich da an, wo Katharina schon angefangen hat. Я мы не переведем. Я вас просто представила, да? Вы же знаете друг друга. Сейчас мой вопрос вам, oder я это по-немецки сперва говорю. Also beide haben sehr prophetische Bücher geschrieben, wie Katharina schon gesagt hat. Viktor Martinovichs Revolution ist ein Buch über eine Revolution, bevor es die Revolution in Belarus gab. Im Zentrum steht ein Architekturdozent, Michael German, der gerät in die Fänge eines korrupten Machtapparats. Am Anfang er macht alles, was man von ihm verlangt. Er wird erpresst, aber er macht alles. Am Anfang noch etwas widerwillig, aber mit zunehmender Gleichgültigkeit. Also er wird korrumpiert. Und das Ganze, es ist ein Roman, wo es um Freiheit oder um Unfreiheit geht. Der Roman ist voller literarischer Anspielungen und er ist zugleich ganz nah an der Realität. Und Sascha Filipenkos neuester Roman Jagd, der heißt auf Russisch Travlia, das heißt eigentlich Hetzjagd, was es auch ganz gut trifft. Das ist sozusagen die Gegengeschichte zu Viktor Martinovichs Buch. Wir haben hier einen Oligarchen, der eine Hetzjagd eröffnet auf einen jungen Investigativjournalisten, Anton Quint. Und Anton Quint, anders als Michael German in dem anderen Buch, der ergibt sich diesem nicht. Er lässt sich nicht korrumpieren und er opfert alles. Sein Leben, seine Familie, seine Arbeit. Und die Frage, die ich an den beiden Autoren stellen möchte, ist eben, ist Literatur hellsichtig? Kann sie besser als andere Diskurse voraussehen, was kommt? Mein Kollege Jürgen Wertheimer hat ein Projekt, das heißt Cassandra-Projekt, und er behauptet darin genau dieses. Claudia, soll ich das? Ich kann es machen. Okay. Sascha Filipenko, Viktor Martinovich, вы оба писали книги, которые можно назвать пророческими. Революция – это книга о революции, написана, когда революции в Беларуси еще не было. Это роман о доценте архитектурной истории Михаил Герман, который попал в руки власти и который делает все, что от него ожидают. Он коррумпируется, не сопротивляется. И вообще это роман о свободе и о неволе с многими литературными ассоциациями, но все-таки очень близко к действительности. Саша Филипенко, ваш новый роман как бы рассказывает подобную историю, хотя, конечно, книги совсем, очень, совсем разные. Но история чуть-чуть подобная, но с другой стороны. Властный олигарх начинает травлю на журналиста, но Антон
Schwind, но Антон не сдается, он не коррумпируется, он сопротивляется, зная, что, что он все будет потерять. Работу, жизнь, семью. И оба романа показывают то, что мы сейчас наблюдаем. Что сопротивление, кто сопротивляется, кто коррумпируется. И мой вопрос к вам. Можно ли сказать, что литература лучше, чем другие дискурсы, предвидит события? Можно сказать, что литература – это пророчество. У меня коллега, Йон Бетхам, у него есть проект, и он называет этот проект «Кассандру». Он говорит, что литература – это Кассандра. Да, это вопрос к вам обоим. Спасибо. Виктор. Давай ты. Я? Во-первых, привет. Прежде чем я начну отвечать на этот вопрос, я бы хотел сказать короткую ремарку к тому, что здесь было произнесено до меня. Ich möchte zunächst, bevor ich auf die Frage antworte, noch auf das eingehen, was vor mir schon gesagt wurde. Здесь прозвучало, что Украина уже победила, и я с этим согласен, но это очень опасное заявление. Also es wurde gesagt, die Ukraine hat schon gewonnen. Ich bin damit einverstanden, aber das ist eine sehr gefährliche Ansage. Ja, noch muss sie überleben, das stimmt. Потому что Украина, безусловно, победила морально. Ja, она сказала, что да, она еще в материальном положении не победила. Да-да-да. Не пережила. Ja, also ich meine damit, die Ukraine hat moralisch schon gewonnen. И сейчас каждый день идут бомбардировки Украины, и Украину каждый день и каждый час уничтожают прямо сейчас. И пока мы здесь сейчас разговариваем, Украину сравнивают с землей. И я наблюдаю за тем, что Европа ведет себя очень символически и подсвечивает здания в сине-желтый цвет, но не закрывает небо над Украиной. Ja, und wir sollten uns jetzt auch der Tatsache gewärtig sein, dass jeden Tag die Bomben auf die Ukraine fallen, dass das Land vernichtet wird. Und denken Sie bitte auch dran, während wir hier sitzen und sprechen, wird ein Teil des Landes dem Erdboden gleichgemacht. Europa verhält sich hier symbolisch. Es werden Gebäude blau-gelb beleuchtet, aber der Himmel, also der Luftraum wird nicht geschlossen. И Украину продолжают уничтожать, но, несмотря на это, Шольц заявляет, что Германия будет покупать российский газ, который Путин будет потом использовать для того, чтобы покупать новое оружие, чтобы атаковать Украину. Ja, und während die Ukraine attackiert und bombardiert wird, ist sich Scholz nicht zu schade, weiter zu verkünden, dass Deutschland weiter Gas kaufen wird. Für das Geld, was Putin dafür erhält, wird weiter Waffen kaufen und weiter auf Vernichtungszug in der Ukraine unterwegs sein. Я расскажу очень короткую историю про Штутгарт, которая, мне кажется, очень точная метафора того, что здесь происходит сейчас. Und ich möchte kurz etwas über Stuttgart erzählen und ich glaube, dass das eine ziemlich genaue Metapher ist von dem, was sich hier im Moment gerade abspielt. Я приехал в Штутгарт 6 месяцев назад после операции. У меня была тяжелая операция на колене, и я приехал в Штутгарт на костылях. Ich bin vor 6 Monaten hier in Stuttgart angekommen. Ich hatte eine schwere Operation hinter mir. Ich wurde am Knie operiert und musste auf Krücken laufen. И на паркинге возле своего нового дома я на костылях вытаскивал чемоданы из машины. Это было очень сложно, потому что я стоял на костылях и вытаскивал чемоданы из машины. Ja, also ich bin angekommen, habe mein Auto geparkt, bin ausgestiegen und hatte eben diese Gehhilfen dabei und habe versucht, während ich mich auf die Gehhilfen gestützt habe, meinen Koffer aus dem Kofferraum auszuladen. И ко мне спустился сосед. Я подумал, что он хочет мне помочь. Und dann kam ein Nachbar, der ist zu mir hingekommen und ich habe gedacht, er wollte mir helfen. И он сказал: «Осторожно, не поцарапайте мою машину», и ушел. Hat allerdings zu mir gesagt: «Also sehen Sie sich ein bisschen vor, mein Auto steht daneben, sehen Sie zu, dass Sie keine Kratzer dran machen». И мне кажется, что это не смешно. Ich glaube, dass das überhaupt nicht zum Lachen ist. И это то, что сейчас происходит. Европа очень боится быть поцарапанной.
Ja, ich glaube, dass das genau das ist, was im Moment passiert. Also Europa hat Angst, auch einen Kratzer abzubekommen. И сейчас, когда Украину равняют с землей, Европа говорит, что это не наш конфликт. Und jetzt, während die Ukraine dem Erdboden gleichgemacht wird, behauptet Europa, das ist nicht unser Konflikt. И сейчас, когда Китай будет поставлять оружие России для того, чтобы Россия равняла Украину с землей, Европа говорит, что это не наш конфликт. Und das passiert im selben Moment, wie China Waffen an Russland liefert, um die Ukraine weiter zu vernichten. И, к сожалению, мы сейчас не являемся акторами процесса в Европе. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит, и нам нужно опять стать акторами процесса. Genau, und das, was wir hier im Moment in Europa beobachten, ist, wir sind keine Akteure, wir sind nur Beobachter. Aber diese Rolle können wir uns nicht länger leisten, wir müssen wieder Akteure werden. А коротко отвечая на вопрос, я думаю, что да, литература предсказывает все, но, к сожалению, нас не читают и не слушают. Ja, ich kann auf Ihre Frage sehr kurz antworten. Die Literatur kann schon Dinge vorhersagen. Unser Schicksal ist nur, dass wir nicht gelesen werden und dass wir nicht gehört werden. Я тогда продолжу. Я, наверное, тоже отзовусь про сказанную, поднятую Сашей тему. Дело в том, что я представляю, меня сказали, что я живу в Литве, я живу в Беларуси. Я нахожусь сейчас физически в Беларуси, не в Литве. Okay. Ja, genau. Also ich möchte kurz die Ausführungen fortsetzen, möchte aber noch eine Sache anmerken. Also ich befinde mich im Moment in Belarus und nicht in Litauen. Okay. И говоря про закрытое небо, я понимаю, что мы говорим на самом деле про реакцию на Мюнхенский сговор, на раздел Чехословакии. И мы сейчас снова в начале Второй мировой войны, и сейчас Британия решает позволять дербанить Чехословакию или не позволять. Ja, also ich möchte noch mal zu diesem gesperrten Luftraum zurückkommen. Ich glaube, dass wir uns in einer ähnlichen Situation befinden wie München 1938. Also die Frage ist, werden wir das jetzt zulassen, dass es so kommt, wie es damals war? Oder wird es anders kommen? Но вместе с тем я понимаю, что закрытое небо означает Третью мировую войну прямо сейчас. Это значит, что НАТО вступает в войну против России. И вот то, что происходит сейчас в Украине, начинает происходить сразу по всей границе. Ну, бомбы начинают падать на мой дом в том числе. И я понимаю европейцев, которые этого боятся. Also wir müssen uns natürlich gewärtig sein, dass wenn diese Sperrung des Luftraums einsetzt, dann stehen wir praktisch mitten im Dritten Weltkrieg. Und dann wird es auch bedeuten, dass der Krieg sich über die Ukraine hinweg ausbreitet. Und ich kann verstehen, dass die Europäer davor Angst haben. Но при этом понимании я знаю историю. Я помню, чем закончилась история с попыткой предотвратить большую войну, закрыванием глаз на то, что происходит с Чехословакией. Так что я понимаю, что, увы, как бы есть вещи, которые добром, соглашательством и примирительской позицией можно не предотвратить, но только отложить. Ja, aber ich weiß natürlich auch, wie die Geschichte ausgegangen ist. Es ist einfach so, dass es auch 1938 bei aller Bemühung, den großen Krieg zu verhindern, nicht gelungen ist. Und dass die Tatsache, dass wir einfach versuchen, die Augen zu verschließen, uns davor abzuwenden und abzuwiegeln, werden wir der Sache nicht aus dem Weg gehen und es wird sich nicht verhindern lassen. Но вместе с тем, да, мне страшно. Главное чувство – это то, что мне страшно. Und natürlich habe ich Angst. Also mein hauptsächliches Gefühl ist Angst an dieser Stelle. Я в Польше, в Литве и в других странах, которые примыкают, которые потенциально подпадают под первые ракетные удары. Ja, und das ist natürlich auch in allen anderen Ländern so, die sozusagen ganz eng an die Ukraine angrenzen, Polen, Litauen, also alle, die ganz nah dran sind.
Что касается Кассандры, то да, конечно, литература предсказывает будущее гораздо лучше, чем лента новостей, потому что будущее возникает не из новостей. Будущее растет из гораздо более медленного времени, которое легко предсказывать, если ты ощущаешь связь с ним более глубокую, нежели связь с лентой новостей. Ja, also ich glaube schon, dass die, also um nochmal auf die Frage mit der Kassandra in der Literatur zurückzukommen, ich glaube schon, dass die Literatur besser in der Lage ist, das Kommende vorherzusagen als Nachrichten, die gesendet werden, denn das, was die Literatur macht oder die Literatur erwächst aus einem ganz anderen Zeitgefühl und auch aus einer ganz anderen Beobachtung. Die Literatur speist sich aus einer ziemlich tiefen Beobachtung der Welt, die sich mit oberflächlichen Nachrichten gar nicht vergleichen lassen. Kann ich noch etwas ergänzen zu dem früheren Thema, möchte ich nur sagen. Ja, gerne. Im ersten Panel oder in erster Panel haben die Sprecher gesagt, dass es zu wenig ist, diese Militäranalysen. Ja? Und jetzt kommen die Schriftsteller und analysieren über Militärsachen. Ich finde, das ist nicht angebracht eigentlich. Sind wir wirklich kompetent, um Luftschließen zu sprechen? Ich nicht. Haben Sie Militärausbildung gehabt? Ich glaube nicht, dass Schriftsteller jetzt in dem Moment über solche Sachen groß diskutieren sollen und dürfen. Ja, und schreien, dass Europa sagt, dass das ist nicht unser Konflikt. Das stimmt nicht. Europa sagt das nicht. Europa war noch nie so solidarisch und nie so bereit zu helfen. Zweitens wissen wir nicht, was genau in der Kriegszeit jetzt passiert, welche genau Gespräche da geführt werden und welche genau Hilfe da jetzt gemacht. Wir wissen zu wenig von dem, was tatsächlich jetzt geschieht in der Ukraine, zwischen Europa, zwischen den USA und so weiter. Niemand wird uns das jetzt tatsächlich die Wahrheit sagen. Ja? Und das sind einfach leere Worte, wenn man sagt, Europa schaut zu. Das stimmt nicht. Ich habe als Ukrainer nicht das Gefühl. Und ich glaube, das Dritte Weltkrieg wird die Ukraine auch nicht retten. Да, я хочу вернуться к тому, что было сказано на нашем первом панеле, что у нас нет экспертизы в области военного дела. И я хочу вас призвать к тому или спросить у вас, есть ли у вас такая военная экспертиза, что вы можете с точностью сказать, что нужно стратегам или политикам сделать или не сделать, закрыть небо или его не закрыть. У меня нет такого ощущения, что Европа сегодня только смотрит со стороны, и мы даже сегодня не можем сказать, что именно состоится в беседах между, скажем, Украиной, США, Европой. Мы не знаем, какие виды помощи еще подготовятся. Я хотела сказать, что вот это только пустые слова сказать, что Европа смотрит только со стороны, и мы должны понять, что солидарность никогда не была на таком уровне, как она сейчас. Да, я знаю, и что третья мировая не спасет Украину. Окей, да. Сейчас Европа ввела полный потолок санкций, который она может ввести. Это неправда. Это заявил Боррель. Окей, мы можем спорить. Момент, стоп. Also, повторите, пожалуйста, ваше. Сейчас Европа ввела условно полный потолок санкций, который она могла ввести. Also jetzt hat Europa schon einen ziemlich kompletten Sanktionskatalog eingeführt. Also das, was ihr. Это не вопрос правды или неправды, это вопрос того, что они не действуют, как всегда. Das ist keine Frage von Wahrheit oder nicht Wahrheit, sondern das ist, wie sie handeln oder nicht handeln. Дальше, когда мы говорим о том, что Европа, можно, я вас выслушал, можно я скажу. Дальше, когда мы говорим про то, что Европа должна вмешиваться или нет, мы исходим из того, что Путин остановится, когда он решит свои задачи в Украине. Но это как с раком,
Если он остановится в какой-то момент, это будет только ремиссия его остановки. Уже невозможно, та ситуация, в которой находится сейчас Путин, невозможно, что он когда-нибудь остановится, потому что ему некуда уже останавливаться. Also wir gehen davon aus, wenn wir sagen, wir wollen uns da nicht einmischen, gehen wir von der Prämisse aus, dass Putin stoppen wird in dem Moment, wenn er seine sogenannte Mission erfüllt hat. Aber da sitzen wir einem Trugschluss auf. Er wird nicht innehalten und wird nicht dauerhaft zu stoppen sein. Это просто очень удобная позиция, и я ее понимаю. Многие люди в Европе, я вижу, как они помогают и хотят помогать, и они оскорбляются от того, что говорят, что мы делаем мало, посмотрите, как мы много делаем. Но мы видим сейчас факты, то, что происходит с Украиной день за днем. Украина сейчас все больше теряет и отступает. Вы это мне говорите? Нет, я это прекрасно понимаю. Дело не в этом. Дело в том, что вы предлагаете. Что вы предлагаете? Момент. Also, es ist letztendlich auch die Situation, dass es sehr bequem ist, von europäischer Seite aus zu sagen, wir machen doch schon, wir tun doch schon, was wir können. Und die Leute sind dann immer sehr beleidigt, wenn man ihnen sagt, naja, ihr tut zwar was, aber ihr tut nicht das Eigentliche und ihr tut auch nicht genug. So, jetzt ist eigentlich erstmal Tanja wieder dran. Claudia und alle auf dem Panel, ich würde dann sagen, dass Katja, Tanja das noch zu Ende führt und dass wir dann einen Schlussstrich ziehen, weil wir noch ein Panel haben und ich zu meiner interessantesten Frage noch gar nicht gekommen bin, aber ich glaube, dann würden wir danach lesen. Also was man auf jeden Fall sieht, ist, dass, wie schwierig es ist, in diesen Zeiten über Literatur zu sprechen. Ja, wir kommen automatisch natürlich in diese militärischen Fragen. Und genau, wir sind keine Schriftsteller mehr, habe ich ja gesagt, ja. Genau, und das hat natürlich auch was mit einer ganz akuten Bedrohung zu tun, das ist ganz klar. Aber ich denke, wir müssen, genau, also es ist, wenn ich jetzt mal hier sozusagen als Co-Moderatorin einhaken darf, okay. Wir sind letztendlich auch nicht in der Position, diese politischen Entscheidungen hier zu treffen. Und deswegen müssen wir uns auch ein Stück zurückholen auf diese Punkte, die wir miteinander bedenken und auch entscheiden können. Я думаю, что... При всем этом, что вы сказали, и что может быть частично и правильно, это мы здесь с вами на панели не в состоянии принять вот это решение. А кто в состоянии? А что вы предлагаете? Я сейчас предлагаю услышать Украину в первую очередь и услышать то, что сейчас просит Зеленский, и то, что просит сейчас Украина. Я сейчас предлагаю слышать то, чего нас просят, а не думать о том, что это может там... нам как-то, что это может нам навредить или т.д. и т.п. Но Зеленский уже спросил. Ja, ну, что also die Frage ist tatsächlich... Он попросил закрыть небо, и он просит об этом две недели. Also die Frage ist, wer kann das wirklich entscheiden? Und Sascha sagt, wir sollten tatsächlich jetzt auch der Ukraine zuhören und sollten hören, was Зеленский sagt, wenn er sagt, der Luftraum muss gesperrt werden. Und wer, wenn nicht wir, sagt er, können uns dafür einsetzen, dass das auch passiert. Ich denke, wir sollten trotzdem auch, also ich verstehe, dass die Diskussion total interessant ist, aber wir müssen uns ein Stück jetzt kanalisieren und wollen auch die Literatur ja noch zu Wort kommen lassen. Ja, eigentlich hatte ich noch eine Frage an alle vier, aber ich glaube, dass die Zeit jetzt nicht mehr reicht, oder? Ja, das heißt, wir hören jetzt erstmal auf Stefanie Stegmann und die sagt uns, wie es jetzt weitergeht. Genau. Das ist eine Stefanie, hilf uns. Ja, also genau so ist der Abend. Der Abend ist in 10 Tagen entstanden und genau damit müssen wir leben, dass die Dinge sich anders entwickeln als geplant. Und ich möchte nur um Verständnis bitten, dass wir diesen zweiten Leseblock, den wir vorbereitet haben mit Texten von Viktor Martinovic und Sascha Filipenko, tatsächlich jetzt lassen. Es gibt einen Büchertisch, lesen Sie die Texte nach, kaufen Sie die. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die beiden Kolleginnen in der Westukraine, in Tschernowitz und in Ivano-Frankivsk in der Ausgangssperre sitzen, im Dunkeln, eigentlich kein Licht mehr anmachen dürfen. Dort ist es schon 10 Uhr. Und wenn wir das jetzt noch weiter nach hinten schieben, wird es einfach gefährlicher für die beiden. Und ich würde mich freuen, wenn die beiden jetzt noch zum Zuge kämen und mit uns sprechen oder zu ihnen sprechen könnten. Deshalb machen wir an dieser Stelle einen Schnitt, hören im Moment nichts aus den Texten, machen 5 Minuten kurze Pause und holen dann noch Katja Mischenko und Oksana Metischuk hier zu uns ins Gespräch. Also herzlichen Dank für das Verständnis. Ich möchte mich trotzdem bedanken. Asiba Warm, Sascha, Dankeschön, Anja und Katharina für das Panel, das, wie Stefanie sagt, es ist, wie es ist. Es ist
Es ist gut, dass wir es überhaupt zusammengekriegt haben. Vielen Dank. Большое вам спасибо и надо больше об этом говорить, но времени как раз сейчас, кажется, нет. Спасибо вам. Спасибо большое. Kann man zuhören jetzt? Du kannst dich über den Link einschalten. Also du musst aus Zoom rausgehen, aber kannst diesen Vimeo-Link anklicken, dann kommst du rein. Thank you.
Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen zu unserem dritten Panel. Da wir hier hybrid unterwegs sind, möchte ich Sie bitten, wirklich die Plätze jetzt wieder einzunehmen, denn wir haben ja auch jetzt noch zwei Zuschaltungen aus der Ukraine und wir wollen die Kolleginnen jetzt auch mit unserem Zeitverzug hier nicht warten lassen. Also, Sie haben schon eben gehört oder in den ersten beiden Panels haben wir schon gemerkt, dass uns die militärische Situation sehr beschäftigt und dass wir schnell dabei sind, sozusagen in Betrachtungen und in Mutmaßungen zu verfallen und dabei vielleicht selbst auch unseren eigenen Handlungshorizont etwas zu überschätzen. Unser drittes Panel heißt Handeln. Das heißt, jetzt soll es tatsächlich darum gehen, wie gehandelt werden kann oder wie auch gehandelt wird. Und ich begrüße recht herzlich, es wurde vorhin schon genannt, Katharina Stetsiewicz, die Referentin für Ost- und Mitteleuropa bei der Bundeszentrale für politische Bildung, selbst auch aus Tschernowitz, der Westukraine, stammend. Ich begrüße Katharina Stetsiewicz, die Sie jetzt hier schon gerade groß im Bild sehen, eine ukrainische Schriftstellerin und Verlegerin, ja, so ist es besser, so können wir alle sehen, genau. Schriftstellerin und Verlegerin, zivilgesellschaftliche Aktivistin und sie hat auch mit verschiedenen Publikationen schon im deutschsprachigen Raum auf sich aufmerksam gemacht. Dann ist heute mit uns auch Oksana Matitschuk, ebenfalls aus Tschernowitz aus der Ukraine. Sie ist dort Dozentin für deutsche Sprache und Weltliteratur an der dortigen Universität, leitet das Zentrum Gedankendach, mit dem sie viele mehrsprachige, interkulturelle Verflechtungsprojekte zwischen dem, ja, zwischen der Bukowina und Deutschland initiiert und auch durchgeführt hat. Und mit uns ist Gitta Tschoch, die Generalsekretärin des IFA, die Sie wahrscheinlich hier in Stuttgart gut kennen, die in verschiedenen europäischen Projekten tätig war und lange für das Goethe-Institut gearbeitet hat und jetzt seit 2021 als Generalsekretärin dem IFA vorsteht. Herzlich willkommen zu unserem Panel Handeln. Ich möchte gleich mit der ersten Frage einsteigen, damit wir alle auch verstehen, aus welchen Kontexten Sie im Moment kommen. Was tun Sie? Was haben Sie ganz persönlich die letzten 2-3 Tage getan? Wie sah Ihr Alltag aus? Vielleicht, Oksana Matitschuk, vielleicht kannst du beginnen. Ja, guten Abend nach Deutschland. Danke, Claudia. Danke für deine Einführung. Ja, im Prinzip habe ich nicht viel anderes gemacht als früher. Nur war mein Handel eher ein Kulturmanagement und jetzt mache ich ein anderes Management. Das heißt, wir versuchen zu koordinieren die Hilfslieferungen aus Deutschland und aus Rumänien. Wir kümmern uns um Spenden für die dankenswerte Weise unserer Partnerinstitution, das Institut für deutsche Kultur und Sprache, deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropa, uns zur Verfügung gestellt hat. Und ja, wir verbringen mehrere Stunden nachts jetzt wegen des Luftalarms im Keller, weswegen tagsüber dann auch einiges mühsam ist. Ja, also im Prinzip kann ich sagen, ich mache Krisenmanagement statt Kulturmanagement und versuche, so gut es geht, mich emotional davon abzuschirmen, was gerade im Land läuft. Ja, Katja Mischenko in Ivano-Frankivsk, wie sieht dein Alltag im Moment aus? Guten Abend. Es ist schön, euch alle zu sehen. Ich meine dich, Claudia, Oksana auch. Und wie der Alltag aussieht. Also wir sind bei Verwandten, aber in einer anderen Stadt. Hier gibt es nichts, was wir kennen, so. Und ich schreibe jetzt
ziemlich intensiv für deutschsprachige Medien, gebe auch ab und zu Kommentare für Radio- oder TV-Sendungen. Ja, und da sehe ich jetzt auch meinen Job, was die Lage im Land betrifft, und versuche, die Situation zu kommunizieren. Ansonsten ist mein Sohn jetzt auch mit uns, ohne seine gewöhnliche Infrastruktur, verbringe ich auch ganz viel Zeit mit ihm und bin mit ihm beschäftigt. Und ja, das ist auch Teil des teilweise neuen Jobs, denn es gibt keinen Kindergarten, nichts mehr. Ja, so sieht's aus. Ja, Frau Czoch, Sie haben auch sofort, als das losging mit der Ukraine, mit dem IFA ein Programm aufgelegt, um für geflüchtete Künstlerinnen und Künstler Möglichkeiten zu bieten. Vielleicht können Sie kurz sagen, wie dieses Programm in Ihr Alltagsgeschäft eingreift. Ja, vielen Dank. Ich bin heute aus Berlin zugeschaltet, leider nicht in Stuttgart. An dieser Stelle erstmal große Bewunderung natürlich für die Kolleginnen, die wir hier hören, aus der Ukraine. Ich finde es wunderbar, hier zusammengeschaltet zu sein und diese Stimmen zu hören, denn informieren, einordnen und Stimmen Raum geben, ich glaube, das ist ja angesichts dieser Ohnmacht und Hilflosigkeit, die wir, glaube ich, alle verspüren, das, was wir irgendwie hinkriegen in dieser Zeit. In der Tat, wir sind natürlich als Organisation, die normalerweise zivilgesellschaftliche AkteurInnen unterstützt in ihrer Arbeit, Menschen zusammenzubringen über die Kultur, schauen wir immer in andere Länder und nach außen. Und jetzt kommt quasi unsere Arbeit, das sehen wir schon seit ein paar Jahren, aber es kommt immer näher an uns heran quasi. Und was wir jetzt zusammen und auch auf Initiative vom Ministerium in Baden-Württemberg für Kunst und Wissenschaft und Forschung aufgestellt haben, ist erstmal eine Kontaktstelle, eine Anlaufstelle, bei der sich Menschen, die in der Kunst und Kultur arbeiten, in der Ukraine und die jetzt in Deutschland bzw. in Baden-Württemberg landen, an die sie sich wenden können und an die gleichzeitig auch Organisationen der Kultur aus Baden-Württemberg sich wenden können. Und wir sammeln und wir bringen zusammen, wir matchen, wir versuchen, wenn Wohnungen oder gebraucht werden, da die Bedarfe abzustimmen und zusammenzubringen. Und sehen das jetzt erstmal als einen ersten Schritt, um überhaupt zu schauen und zuzuhören, so wie wir es hier auch tun. Was ist jetzt eigentlich, wo ist die Not quasi am größten? Denn ich finde es total schwierig, jetzt hier zu sprechen, weil wir wollen natürlich auch überhaupt keinen Ausgang vorwegnehmen. Gleichzeitig sehen wir natürlich, und wir haben die Zahlen heute am Abend gehört, dass Menschen ankommen. Ja, Katja, wie sieht es bei der Bundeszentrale für politische Bildung aus? Was habt ihr sozusagen an Handlungsoptionen geschaffen und was machst du auch ganz persönlich? Ja, guten Abend an alle. Ich freue mich genau so wie alle anderen, Katja und Oksana zu sehen. Und auch habe ich den Diskussionen vorher zugehört. Vielen Dank für die Einladung. Was die Bundeszentrale für politische Bildung angeht, so versuchen wir, unsere Informationen zusammenzubekommen, die Menschen zu informieren. Ich habe unzählige Anfragen in den letzten zwei Wochen bekommen. Wir versuchen alle irgendwie auch zu helfen, also Aufrufe zu schreiben. Privat habe ich jetzt Kisten gepackt, nach Czernowitz beschriftet, Listen erstellt und mit einem Bus dann nach Czernowitz sozusagen geschickt. Alles über Kontakte und über Kooperationen, die ich aus Czernowitz kenne. Was ich noch privat mache, was viele vielleicht jetzt aufgehört zu machen, ich lese immer noch sehr viele Nachrichten und immer noch versuche ich, mir einen Überblick zu verschaffen, wie Medien in Deutschland über die Ukraine berichten und welche Themen aufkommen, welche Narrative verbreitet werden.
Ja, danke. Ich denke, was wir beobachten können im Moment, ist, dass die ukrainische Zivilgesellschaft nicht nur stark ist in diesen ganz konkreten Verteidigungsaufgaben, sondern sie zeigt auch eine große Solidarität überhaupt gegenüber Flüchtenden, gegenüber Menschen, die Unterstützung brauchen. Katja und Oksana, die ihr vor Ort seid, könnt ihr noch ein bisschen was über diese Solidarität erzählen und auch noch ein bisschen was darüber sagen, woher sich diese starke Solidarität speist? Ist das jetzt tatsächlich eine Solidarität, die ausschließlich aus Bedrohung erwächst, oder ist das auch was, was in den letzten Jahren seit dem Maidan gewachsen ist? Und ich würde natürlich auch gern erfahren, wie können wir hier in Deutschland von dem, was ihr da so auf die Beine stellt, auch lernen, damit wir praktisch selber auch mehr ermächtigen können, tätig zu werden, dort, wo andere Dinge vielleicht nicht so gut funktionieren. Also vielleicht könnt ihr einfach dazu noch was erzählen. Ja, ich weiß nicht, wer möchte zuerst? Oksana, möchtest du beginnen? Ja, kann ich gerne etwas dazu sagen. Wir sind hier in einer relativ kleinen Stadt, Gebietsstadt. Chemnitz hat 240.000 Einwohner. Ich habe heute geschaut, die letzten Statistiken sagen etwa 43.000 geflüchtete Menschen, darunter etwa 13.000 Kinder. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Menschen, die ja, vor dem Kriegsbeginn waren die ersten da und jetzt viele sind nachgekommen. Es werden aber noch mehr Evakuierungszüge angesagt. Das ist natürlich, das übersteigt alle Kapazitäten, weil Chernowitz und die Region infrastrukturell eher schwach ist. Und diese Solidarität, von der du sprichst, ist einerseits tatsächlich da. Ich kenne Menschen, die ja, so viele Personen bei sich aufnehmen, wie es Schlafplätze gibt, zum Beispiel. Schlafplätze im Sinne von Plätzen im Schlafsack und nicht etwa Betten und Matratzen. Aber ich möchte das auch natürlich oder muss ich an der Stelle relativieren. Wir kennen auch Menschen, die ihre Wohnungen zu solchen Preisen vermieten, dass selbst der Bürgermeister gesagt hat, wenn es tatsächlich stimmen sollte, dann werden diese Menschen, wird gegen diese Menschen auch rechtlich vorgegangen, weil es nicht geht. Also ich möchte, dass wir ein differenziertes Bild haben. Ich glaube, diese Solidarität speist sich tatsächlich teilweise schon aus unseren Erfahrungen in der Maidan-Zeit. Ich glaube, wir waren damals selbst überrascht, wie viel die Zivilgesellschaft auf die Beine stellen konnte, ohne jegliche Unterstützung vom Staat. Das hat sicher viele, viele Gründe. Nicht? Natürlich ist diese Bedrohung jetzt für alle da. Es ist nicht, dass der Krieg irgendwo weit weg im Osten ist und möglicherweise nicht zu uns kommt. Sie wissen alle, inzwischen wurde der Flughafen Ivano-Frankivsk bombardiert. Auch der Truppenübungsplatz in Javoriv im Gebiet Lemberg. Es ist eigentlich nur noch die Frage der Zeit, dass der Krieg auf uns erwischt. Ja, ich denke, die Gründe sind unterschiedlich. Aber natürlich versuchen die allermeisten, das Beste zu tun. Und ich kenne viele von Studenten und Schülern bis zu alten Menschen, die sagen, sag, wie ich helfen kann mit Geld, mit Handeln, mit der Unterkunft. Die Solidarität ist groß. Ja, Katja, würdest du noch was ergänzen wollen? Ja, ich kann mich anschließen. Es ist teilweise wirklich die Maidan-Erfahrung. Ich weiß auch zum Beispiel über große oder ja auch große zivilgesellschaftliche Initiativen ja, oder NGOs, dass sie sich vorbereitet haben auf den Krieg. Und so haben sie auch schnell reagiert, haben sich schnell umprofiliert
und arbeiten jetzt aktiv, zum Beispiel Patienten der Ukraine oder wie das heißt, oder jetzt vielleicht heißt das etwas anders, also eine große NGO, so ein Netzwerk, das im ganzen Land für im medizinischen Bereich, im Bereich Public Health arbeitet, oder Zentrum für Korruptionsbekämpfung. Da haben sie sich auch vorbereitet, die Leute, und arbeiten jetzt von einem sicheren Ort und ja, versuchen Druck zu machen in Europa. Aber einer der Mitarbeiter ist in der Territorialverteidigung zum Beispiel. Also da ist er ganz praktisch aktiv. Und ja, ich glaube, für NGOs war es ziemlich schnell klar, wie sie helfen können, und das machen sie halt. Das, was auch während der Pandemie der Fall war, dass NGOs auch sehr viel geholfen haben und den Staat in diesem Sinne auch unterstützten, so ist es jetzt mit dem Krieg. Und ja, die Menschen, glaube ich, sind ja solidarisch, weil das in dieser Situation auch ganz normal ist, glaube ich. Außerdem fühlen sich wirklich alle bedroht, und für viele, glaube ich, da spreche ich vor allem über meinen Bekanntenkreis, ist es für Sie auch eine Möglichkeit, nicht verzweifelt zu sein. Wenn Sie schon in der Ukraine oder in einem sicheren Ort jetzt sind, dann dann versuchen Sie zu helfen, mitzumachen und Ihre Kontakte in den bedrohten Ortschaften zu nutzen, damit ja, die anderen auch raus können oder eine Unterstützung vor Ort bekommen. Ja. Das sind irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ganze Gesellschaft mobilisiert ist, und ich kenne die Kulturschaffenden vor allem, und da haben sie sich für unterschiedliche Strategien entschieden, aber es gibt keine gewöhnliche Kultur mehr. Alle haben sich umprofiliert. Ja, also danke für diesen Einblick. Ich möchte gerne noch, weil Sie alle, ihr alle seid ja praktisch auch die Brückenbauer zwischen bei Ihnen, Frau Toch, im weiteren globalen Sinne zwischen Deutschland und vielen verschiedenen Ländern in der Welt, und ihr anderen eben vor allen Dingen in diesem osteuropäischen beziehungsweise Kontext der Ukraine. Und natürlich wollen wir tatsächlich heute auch nicht nur darauf schauen, wie ist es vor Ort, was können wir da strategisch, menschlich, humanitär beurteilen, sondern wir wollen auch uns die Frage stellen, wie schlagen wir jetzt eine aktive Brücke hinein eben nach Deutschland. Und ich möchte Jurko Prohasko zitieren, der gestern in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt hat, das ist auch euer Krieg. Das heißt, der Krieg, den die Ukraine führt, ist nicht einfach ein Krieg um die eigene Souveränität, sondern es ist auch ein Krieg zur Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundwerte, für die wir auch in Deutschland stehen. Und ich denke, Jurko Prohasko hat das gesagt, um uns klarzumachen, dass eben mehr auf dem Spiel steht als die Neuordnung des Territoriums, sondern es geht tatsächlich darum, wird jetzt sozusagen dieses Territorium der Diktatur ausgeweitet, oder wird es uns tatsächlich gelingen, dieses Territorium der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in der Ukraine zu erhalten? Und da wäre eben meine nächste Frage an Sie, an euch alle vier. Was können wir konkret unternehmen, um zwischen den ukrainischen Intellektuellen, Autoren, Künstlern und den deutschen Künstlern, intellektuellen Autoren vor Ort diese Brücke auch jetzt sichtbar zu machen? Gibt es Aktivitäten, von denen Sie sagen würden, das macht auch in der gegenwärtigen Kriegssituation Sinn, um diese Vergegenwärtigung dieses Kampfes um die Freiheit auch noch mal deutlich zu machen, dass das uns hier in Deutschland ganz genauso betrifft? Ich weiß nicht, wer gerne anfangen möchte.
Weiß nicht, Frau Toch, möchten Sie anfangen? Sie haben ja auch geschrieben, eben von diesem Hörbarmachen, Sichtbarmachen. Und das wird ja jetzt auch wahrscheinlich nicht, also das wird ja auch was Interaktives sein. Wie könnten Sie sich das in der aktuellen Situation erfolgreich vorstellen? Ja, gute und sehr große Frage. Ich glaube, wir brauchen solche Formate wie dieses hier. Wir schalten uns ja gerade schon zusammen. Und ich versuche auch die Medien, oder ich lese die Medien. Ich glaube, es ist auch in der Verantwortung heute von uns allen, uns intensiv zu informieren. Und gleichzeitig sehe ich immer wieder in diesen Panels, dass eben über die Medien auch irgendwie nicht alles oder zu wenig übertragen wird. Ne? Denn wenn wir hören, ich würde auch noch mal interessieren, was Sie, Katharina Mischenko, vorhin gemeint haben mit den unterschiedlichen Strategien, die die Kultur, in der Kultur tätigen Menschen ergreifen. Denn davon kriegen wir hier, glaube ich, viel zu wenig mit. Ne? Also sich ein differenziertes Bild zu verschaffen und gerade auch in die Kultur, in die Kunst reinzuschauen, finde ich zumindest, fällt mir gar nicht so leicht, aus dem, was so normal zugänglich ist, zu gewinnen. Und es finden solche Veranstaltungen ja durchaus statt. Also ich glaube, wir sehen in Deutschland, dass sich ganz viele Kulturinitiativen zusammenschließen. Also wir kriegen das ganz viel mit. Es gibt auch Initiativen wie Artists at Risk oder Mid-Ost. Im Moment ist eine Veranstaltung auch hier in Berlin, die genau auch wieder Stimmen zusammenschaltet. Und ich glaube, von solchen Sachen brauchen wir sehr viel. Und ich glaube, wir brauchen einen langen Atem, um wirklich, ich glaube, wir wissen es noch nicht so genau, was jetzt eigentlich gut ist. Ne? Deswegen bin ich total dafür, auch ganz viel mit Menschen, die Kunst und Kultur machen, in der Ukraine und aus der Ukraine, die hier sind, zu sprechen, um dann gemeinsam weiter voranzugehen. Ich glaube, gut ist auch Orte zu haben, in jeder Stadt eigentlich, ja, wo Menschen zusammenkommen, die auch über den digitalen Raum wieder die Brücke in die Ukraine schlagen, wo Menschen zusammenkommen, um sich auszutauschen und dann gemeinsam auch in das Produzieren, in das Kunstmachen, wenn das überhaupt ein Bedürfnis ist, aber da reinzukommen. Und ich kann nur sagen, dass wir, glaube ich, nicht genug solcher Initiativen haben können. Die werden ja auch jetzt schon angefahren. Und ich glaube, als Kulturinstitution und die, die auch in der Kultur arbeiten, auch in der Kulturverwaltung, wir dürfen darauf Acht haben, dass es quasi irgendwie noch in einem Mindestmaß auch koordiniert ist. Ne? Aber ich glaube, zu viel kann es eigentlich nicht geben. Ja, Katja, möchtest du gleich auf diese Frage mit den Strategien antworten? Ja. Ja, ich kann antworten. Also das Erste, es gibt viele Männer, glaube ich, vor allem, die jetzt kämpfen. Zum Beispiel der Chef des Nationalen Erinnerungsinstitutes. Oleg Sentsov, der Filmregisseur. Dann noch irgendwelche weniger bekannte Künstler oder Kulturschaffenden. Es gab auch ein paar, die versucht haben, sich bei der territorialen Verteidigung anzumelden, aber es war schon zu spät. Die Schlangen waren zu groß und sie sind jetzt zum Beispiel der anarchistische Künstler David Chichkan, der auch schon mal bei der Veranstaltung von Katja Stecevic, glaube ich, geplant war, für die geplant war oder so. Also auf jeden Fall ist er auch jetzt in der sogenannten Reservistenliste. Also das ist eine Strategie. Eine andere ist zu dokumentieren. Eine Gruppe von Künstlern macht jetzt einen Telegram-Reihe oder so, haben ein Profil Proof of War in Ukraine, wo sie einfach alle visuellen Dokumente von Zerstörungen im Land, von verschiedenen Kriegsverbrechen zusammenbringen.
Ja, es gibt, ich glaube, dass alle Schriftsteller jetzt ihre Tagebücher führen und sie auch publizieren. So, also es gibt wirklich eine aktive Dokumentation des Prozesses. Sie schreiben aus verschiedenen Städten und beschreiben dabei verschiedene Erfahrungen. Einige, also die Verleger zum Beispiel, bieten jetzt ihre Bücher, elektronische Bücher, kostenlos an, oder große Buchhandlungen machen das. Eine Freundin von mir, die war in friedlicher Zeit Produzentin von Kinderprogrammen. Jetzt hat sie so eine Reihe entwickelt für die Kinder, damit, ja, damit sie diese Bedrohung nicht so stark, also damit sie mit, damit nicht so stark konfrontiert werden, so eine Art therapeutische Beschäftigungen für Kinder, mehr Audiomärchen, solche Sachen. Viele, also so wie Oksana, Kulturmanagerinnen oder, weiß ich nicht, Produzentinnen, haben jetzt diese Koordination übernommen im humanitären Bereich, und das ist ein Riesenbereich. Oder sie organisieren irgendwelche Logistik, suchen Kultur, viele Kunst- und Kulturinstitutionen sind jetzt auch institutional aktiv. Sie sprechen ein schwieriges Thema an, dieser kolonialen Optik in Bezug auf die Ukraine, was das heißt, wie die ukrainische Stimme im europäischen zum Beispiel Kontext, in der Kunst, in anderen öffentlichen Räumen wahrgenommen wird, ob das immer so eine Art russische Optik gibt und die russische Wahrnehmung auch der ukrainischen Kunst oder ukrainischer Kultur oder ukrainischen Diskurses. Also die Institutionen sprechen dieses große Thema an, und sie haben sich schon am ersten Tag dafür eingesetzt, dass Russlands Teilnahme an der Biennale in Venedig problematisiert wird. Und da hatten sie auch einen guten Statement gemacht über die Aneignung sowjetischen Erbe. Ja, also solche Sachen. Also, aber man kann sagen, dass alle, und meine Kollegen von einem Kunst- und Kulturzentrum organisieren jetzt finanzielle Hilfen für Kunst- und Kulturschaffenden. Also sie arbeiten quasi als eine Stiftung. Die akkumulieren das Geld und verteilen das weiter und überlegen sich auch jetzt eine sichere Residenz für Kulturschaffende zu organisieren. Es gibt zum Beispiel auch Männer, junge Männer im Kulturbereich, die nicht wirklich kämpfen können, aber sie dürfen nicht ins Ausland fahren. Und die Kultur ist bei uns ja prekär, und sie haben auch nicht so viel Geld, um sich irgendwo in der Westukraine eine Wohnung zu mieten. Und das können sie sich nicht leisten. Und so für solche Menschen überlegen jetzt meine Kollegen auch, irgendetwas zu finden, um sie zu unterstützen. Ja, das sind heutige Aktivitäten. Ja, danke Katja. Nochmal zurück zu unserer Frage dieses Brückenschlagens. Also ich glaube, es wird ganz entscheidend sein, auch um die Aktivierung der Zivilgesellschaft in Deutschland aufrechtzuerhalten, dass wir eben Stimmen hörbar machen und dass wir auch sichtbar werden in Kreise hinein, die bislang vielleicht noch sehr wenig davon wahrgenommen haben. Katja, wie siehst du das, Stizewicz? Was können wir da noch mehr machen an Brücken schlagen, an sichtbar machen, an Asymmetrien beseitigen? Was haben wir vielleicht auch noch für neue Instrumente? Ja, Claudia, ich möchte mich gerne anschließen dem, was Gitte Czoch gesagt hat, dass es mehr Initiativen braucht, dass es nicht genug gibt. Ich muss allerdings auch sagen, ich mache nichts anderes seit 17 Jahren, als Projekte zur Ukraine zu veranstalten, als Menschen zusammenzubringen, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, die aus der Ukraine oder aus mittelosteuropäischen Ländern kommen und manchmal
war das zum Verzweifeln, diese Arbeit, dass man sich manchmal überlegt hat, ob man diese Projekte, diesen Projektjob einfach hinschmeißen möchte oder nicht. Und das hing damit zusammen, dass ich zum Teil immer wieder die gleichen Fragen gehört habe, wie zum Beispiel, gibt es ukrainische Sprache, gibt es einen ukrainischen Staat und so weiter. Und dass ich immer wieder beobachtet habe, dass erst irgendwelche, die sogenannten Krisen oder Revolutionen, also das heißt sehr besondere Ereignisse, die Aufmerksamkeit auf dieses Land gezogen haben. Und ich muss sagen, dass wir leider in dieser Situation uns befinden müssen jetzt, wo wir eine dramatische Lage in der Ukraine haben und wieder über dieses Land sprechen und ich wieder mich in der Situation fühle, wo ich ja fast das Gefühl habe, dass ich wieder anfangen muss, dass ich nicht von null anfangen muss, aber irgendwo noch ziemlich am Anfang stehe, was manchmal sehr frustrierend sein kann. Und deswegen fehlt es immer noch an vielen Institutionen, in denen das Wissen einfach fehlt zur Ukraine. Ja? Und vielleicht gibt es jetzt mehr Interesse an diesem Land, mehr Interesse an Osteuropa, nicht nur, es betrifft nicht nur die Ukraine, baltische Staaten. Was wissen wir über die baltischen Staaten? Ja, wann haben wir zuletzt Gespräche mit Polen geführt, auch dazu, was Sie zu dieser Situation, zum Krieg in der Ukraine denken? Wann haben wir Sie befragt zum Beispiel, oder Tschechen und Slowaken? Was mir fehlt, ist die ganz klare Sprache. Also aus meiner Sicht, was wir machen können, aus meiner Sicht ist der Diskurs in Deutschland zum Beispiel auch durch ganz viele russische Narrative okkupiert. Und das müssen wir, den müssen wir befreien sozusagen. Wir müssen die Sachen und die Dinge mit den Namen nennen, die sie verdient haben. Ein ganz banales Beispiel, bis heute höre ich noch Krise, Russland-Ukraine-Krise. Nein, also, es ist der Krieg. Also die Sprache muss klarer werden. Unser Lexikon muss geeignet sein, diese Gegenwart, diese furchtbare Gegenwart zu beschreiben. Und ich denke, was mich noch sehr bewegt. Du hast diese Frage gestellt, Claudia. Was können wir lernen von Osteuropa? Ich kann nur appellieren, stellen Sie diese Frage ehrlich. Ich habe diese Frage, diese 17 Jahre, die ich gearbeitet habe, oft nicht als Wissbegierdenfrage empfunden, sondern als Höflichkeitsfrage oder zum Teil eine rhetorische Frage. Dann, wenn Sie lernen möchten, dann lernen Sie bitte. Öffnen Sie Ohren, öffnen Sie Augen, lassen Sie uns zusammen diskutieren bei solchen Veranstaltungen, zum Beispiel wie heute, aber nicht nur. Also ja, vielleicht mache ich hier den Punkt. Ja, also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt mit diesen Diskursen und mit der Sprache. Mal sehen, ob wir nachher noch in der Schlussrunde Zeit haben, darauf zurückzukommen. Aber ich würde gerne erst noch Oksana Matitschuk hören. Du hast auch sehr viele Projekte gemacht im deutsch-ukrainischen Austausch. Was würdest du sagen, woran fehlt es am meisten? Wo muss es nach vorne gehen, damit grundsätzlich das Interesse größer wird, die Ignoranz weniger wird und damit über das Interesse auch das Verstehen besser wird? Ich glaube, Katja und Katja haben schon sehr viel benannt. Da kann ich jetzt nicht viel Neues erfinden. Ich möchte aber einen vielleicht thematischen Schwerpunkt benennen, an dem es mir liegt, weil ich jetzt auch seit dem Kriegsbeginn gemerkt habe, wie wenig Verständnis oder wie wenig Differenzierung in Deutschland vor allem dafür gibt. Und zwar, dass die russische Sprache, dass die russischsprachige Bevölkerung ein Teil der Ukraine war und ist und dass es keine Gefährdung gibt durch die sogenannten ukrainischen Neonazis, drogensüchtige Nationalisten, was auch immer. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir sehr klar benennen, wie die Mehrsprachigkeit oder die Zweisprachigkeit entstanden ist, dass russischsprachig nicht gleich mit Russland-affin oder russländisch identisch ist,
dass sich diese Situation natürlich aus dem historischen Kontext speist, das viel zu wenig bekannt ist, weil, wie die beiden Katjas bereits gesagt haben, das russische Narrativ nun sehr dominant war. Wir sind leider ein postkoloniales Land. Wir haben kein Öl und Gas, das so viele Dollar reinbringt, wie das in Russland der Fall ist. Und natürlich muss ich an der Stelle auch zugeben, wir konnten uns als Staat nicht so viel leisten, wie das in Russland oder durch Russland möglich war. Und die Zivilgesellschaft, die sich auch im Ausland engagiert hat, konnte natürlich nicht so viel erreichen, nur durch diese Bemühungen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir uns mit unseren Partnereinrichtungen, mit staatlichen Institutionen in Deutschland, in der Ukraine zusammensetzen und überlegen, wie wir diesen schwierigen, aber dennoch begreiflichen, wenn man möchte, historischen Kontext, historische Verflechtungen zeigt und wie man auch die Mehrsprachigkeit in der Ukraine angeht und auch so darstellt, dass es im deutschsprachigen Raum begriffen wird. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Aspekt, um anzuknüpfen an diese Fragen, die immer wieder auftauchen und die ja im Prinzip auch mit der Propaganda sehr stark hineingetragen wurden in das ganze Thema, denn das ist ja im Prinzip auch von Russlands Seite zum Auslöser für den Krieg deklariert worden. Vielleicht können wir einfach jetzt in einer ganz kurzen Schlussrunde, wenn ich von Oksana jetzt mal anfange, die hat jetzt praktisch als weiterführende Themen das Thema Mehrsprachigkeit genannt, dass die anderen drei Panelisten bitte auch noch ein Stichwort nennen, mit dem wir dann weitergehen, weiterarbeiten, weiterhandeln, weiter diskutieren. Also Katja, was würdest du sagen? Mehrsprachigkeit, was ist noch ein Thema, was wir unbedingt angehen müssen? Katja, BBP. Claudia, ich wünschte mir, naja, ich war so ergriffen von Tanja Malerczuks Text. Das ist nicht der erste Text, den ich höre oder lese von ihr. Und sie kann das sehr gut. Sie kann das zum Teil viel, viel besser als manche von uns zu erzählen und durchzudringen. Ich wünschte mir, dass viele Politiker und Politikerinnen in diesem Land diese Texte lesen, wie Tanjas Texte oder Texte von Viktor Martinovich. Ich wünschte mir auch, dass wir reflexartig nicht alles übernehmen, was wir und nicht alles tun, was wir bis jetzt getan haben. Dass wir uns vielleicht Gedanken machen über die Ukraine, über das Land, dass wir uns fragen, was können wir, also wo können wir die Geschichte lernen, was können wir aus dieser Geschichte lernen, wie sieht überhaupt diese Geschichte aus? Also nicht nur Sprachenfrage, sondern auch Geschichte ist sehr wichtig. Ich kann nur appellieren, also viele Institutionen haben zum Beispiel Studiengänge, Osteuropa-Studiengänge abgebaut, ja, Universitäten oder auch wissenschaftliche Einrichtungen. Ich kann nur appellieren, etablieren Sie sie wieder, institutionalisieren Sie das Wissen. Es gibt genug Osteuropa-Expertinnen in Deutschland. Hören Sie vielleicht auch oder lesen Sie ukrainische Kunst, ukrainische Bücher, verlegen Sie diese Bücher, übersetzen Sie diese Bücher. Ja, und lassen Sie den Raum. Ja, Frau Czoch, ein Stichwort zum Schluss. Ja, viele wichtige Sachen sind schon gesagt worden. Ich glaube, was deutlich wird, ist dieser Wunsch nach mehr Wissen über die Welt. Also wir haben es jetzt am Beispiel Ukraine sehr stark gehört, wie wenig wir eigentlich wissen, wie wenig Einordnungswissen wir haben in Deutschland. Und aus eigener Erfahrung von den Ländern, in denen ich gelebt habe und gearbeitet habe, ist das halt ganz viel so. Also wir haben einfach sehr, sehr wenig differenziertes Wissen über andere Gesellschaften, über andere Künste, über andere Politiken. Und wenn ich auch nur erinnere, Afghanistan ist nicht lange her, Syrien ist nicht lange her, Belarus ist nicht lange her.
und was haben wir davon mitgenommen? Also können wir es, und ich glaube, da sind wir als Kulturinstitution auch wieder in der Verantwortung, uns zusammenzuschließen, weil wir sind ja, wir merken ja, wir wollen auch, dass Kultur eine größere Rolle in der Gesellschaft insgesamt spielt. Ja, wir wollen, dass unsere Leaders Texte lesen, die aus der Ukraine kommen, die von den Schriftstellerinnen kommen, die wir heute gehört haben. Ich glaube, dieser Wunsch eint uns und da, glaube ich, können wir uns noch stärker zusammenzuschließen, um daran zu arbeiten und gleichzeitig in allen Bildungsinstitutionen, in allen Kulturinstitutionen auch dafür zu sorgen, dass wir mehr über die Welt lernen, ja, damit wir eben nicht wieder vor solchen Situationen stehen wie jetzt, ne, dass wir einfach betrachten, dass wir zu wenig wissen. Und ich glaube, es ist auch in der Verantwortung, auch nochmal den Blick vielleicht zu öffnen. Es gibt ja auch Menschen, die jetzt zum Beispiel kommen, die keinen ukrainischen Pass haben, ja, die aber trotzdem in der Ukraine gelebt haben. Und können wir da auch nochmal die Sensibilisierung dafür schaffen, dass natürlich auch solche Menschen jetzt unsere Angebote wahrnehmen sollen oder von unserer Unterstützung profitieren sollen. Und gleichzeitig glaube ich, also wir sollten diese Gesprächskanäle offen halten, sprechen und Sachen organisieren, die Ihnen, die Sie in der Ukraine sind, Katja und Oksana, auch jetzt, die für Sie jetzt unterstützend sind. Ja, einordnen, Institutionalisierung, Mehrsprachigkeit. Katja in Ivano-Frankivsk, du hast das letzte Stichwort. Ja, ich wünsche mir für uns alle und auch für deutsche Kollegen und Zuschauer eher politisch zu sein als humanitär. Ich kann das ein bisschen erklären. Ich bekomme so viele Hilfeangebote von so vielen Menschen und ich habe alle meine Freunde und Bekannte haben sich jetzt in letzter Zeit gemeldet. Ich bin einfach menschlich froh, von denen zu hören und dass sie sich an mich erinnern. Aber ich glaube, was außerhalb ja, des, weiß ich nicht, des Bewusstseins oder des Verständnisses bleibt, dass ich jetzt nichts mehr habe, keine Wohnung, kein einziges Buch aus meiner Bibliothek, überhaupt nichts, nur ein paar Sachen im Koffer. Und all diese Hilfeangebote sind wirklich sehr menschlich unterstützend, aber das kann physisch und materiell natürlich keine richtige Alternative sein für alles, was ich verloren habe. Und ich hoffe, dass ich das nicht jetzt für immer verloren habe. Mein Haus, meine Wohnung stehen ja noch in Kiew. Das heißt, man muss sich eher dafür einsetzen oder zumindest sich die Gedanken machen, wie dieser Krieg gestoppt werden kann. Und nicht wie jetzt 3 oder 5 Millionen Flüchtlinge besser aufgenommen werden. Denn das ist nicht, ich sage mal ironisch, das ist nicht die europäische Integration, die wir uns gewünscht haben, jetzt einfach als Geflüchtete nach Europa zu ziehen. Wir wollen ja Europa in unserem Land aufbauen. Und ich glaube, jetzt ist es ja noch möglich, das zu stoppen, damit nicht die ganze Ukraine sich ein neues Zuhause irgendwo in der Welt sucht, sondern dass wir dieses Zuhause hier haben und dass wir die Menschen auch zu uns einladen können. Und das ist etwas, was nicht vergessen werden soll. Nicht so schnell müssen alle Europäer so humanitär denken und nur daran, wie die Flüchtlinge besser verteilt und versorgt werden. Ja, im Grunde genommen wäre Stopp den Krieg ein super Schlusswort. Aber die Moderation, die Choreografie des Abends sagt mir, wir hören zum Abschluss noch Gedichte von Valjean Amont, gelesen von Nina Sievert und Sven Prietz. Und vorher möchte ich mich noch ganz herzlich bei unseren 4 Panelisten bedanken. Gitta Czoch und Katharina Stecewicz aus Berlin, Katharina Mischenko aus Ivano-Frankivsk und Oksana Matyczuk aus Czernowitz, Czernivtsi, dobrego večera, trimajte se, slava Ukrajini.
Und Anke Schubert liest auch für Sie. Wir machen es kurz. Wir haben auch unser Programm etwas abgeändert. Ja. Für Antigone eine Depesche. Allegro, die Polizei verjagen. Adagio, den Körper waschen. Scherzo, leise lachen und weinen. Rondo, den Toten mit Erde bedecken. Antigone, mit Blick auf die Toten ist alles klar. Doch was uns Lebende betrifft, nimm mich zur Schwester. Auch ich ehre das Bestattungswesen, das feierliche Waschen und Weinen, den Ritus von Bahre, Sarg, Amt. Als Grundbesitzerin drehe ich Runden zu unseren kostbarsten Gütern, den Gräbern. Auf dem Marterinstrument griff ich kniffligste Akkorde, um die Finger zu spreizen, bis zur Spanne der Hexenhand. Ich leerte meine innersten Winkel wie den Akkordeonbalg für schöneren Klang. Nicht Geheimnisse teilen wir miteinander, sondern Tat und Strafe. Erst beklagen wir deinen Bruder, dann zeige ich dir ganze Wälder unbegrabener Körper. Wir räumen auf, wie nur zwei Schwestern aufräumen können daheim. Kampf den Knochen, die liegen wie Krimskrams herum. Kampf der Asche am Knieknorpelgrund. Warum mit Männern streiten über schmutzige Teller? Wir könnten Berge von Schädeln polieren im Keller. Von Statuen erzogen ist meine Statur, die von Arbeitstier und Hur. Bin in Tränen aufgelöster Stein. Meine Gräber sind schon von fern zu erkennen, makellos wie die Haut eines Kinds. Hier kommt die Geschichte an ihr Ende, wie im Film, mit den Credits der Grabinschriften, den minutenlangen Nennungen der Massengräber. Jede Grube, jeder Hügel ist verdächtig. Nimm mich zur Schwester, Antigone, in diesem verdächtigen Land. Mein Gesicht ist ein prächtiger Spaten. Nocturne für einen fahrenden Zug. Die Bäume, die ich erhaschte aus dem Fenster eines Nachtzugs, waren die traurigsten Bäume. Als wollten sie gleich sprechen, dann verschwanden sie, wie Soldaten. Die Schaffnerin gab uns zum Schlafen gestärkte Laken. Passagiere, gebeugt über die kleinen Ikonen ihrer Brote. In einem hohen Glas rührte ein Löffel Zucker in Kaffee und rammte sein Silbergesicht gegen den Rand. Das Fenster spiegelt eine Gestalt im Kampf mit weißen Laken. Schilder mit Ortsnamen versprachen die Möglichkeit von Worten für alles, was vorbeiflog. In erleuchteten Fenstern hantierten Menschen, als würden sie an ihren Tischen notoperieren. Kastanienwiesen seufzen mit den Silhouetten von sprachbegabten Wesen. Strahlung, eine Etymologie des Bodens, die in die Zukunft schaut, arbeitete an einer Studie über neue Ursprünge von alten Wurzeln, über entstellende Geheimquellen, über Schreibfehler, über den schockierenden Verrat der Äpfel, die ungebrochene Loyalität von Cäsium. Meine kindliche Stimme, meine Hände, meine Füße, alles Meinliche, das an meine Grenzen lebt, still jetzt. Die Kastanien sprechen gleich. Doch jetzt sind sie verschwunden. Ich wurde aus meinem Plattenbau gezogen, an die Erde gefesselt, mit eisernen Klettergerüsten, wo eiserne Schaukeln wie Öltürme wuchsen. Ich wurde herausgezogen, bevor ich eine Sprache schaufeln konnte aus der Luft, mit meinen Kinderfüßen. Ich wurde herausgezogen von Schnäbeln, Störche, Kraniche. Schau, die Schaffnerin locht Augen
von schlafenden Passagieren. Was ist mit meinem Gesicht, dass es zu einem Dokument wird, zu einem Ticket, das am Halse wächst? Warum glaubt man beim Ausfalten der gestärkten Laken, einen Unsichtbaren zu häuten? Warum hören die Löffel, kopfüber in Gläsern, nicht auf zu schreien? Still jetzt. Die Kastanien sprechen jetzt gleich. Das waren Gedichte aus dem Band Musik für die Toten und Auferstandenen von Valkshina Mord, übersetzt von Katharina Nabuchowitsch und Uljana Wolf, erschienen 2021.